Hallo, Sascha Mockenhaupt hier und ihr hört niemals erste Liga. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Niemals Erste Liga, dem Podcast, in dem es um den SVW in Wiesbaden und manchmal auch um Fußball geht. Es ist der 27. Dezember, die Weihnachtsfeiertage sind geschafft und bevor das Jahr völlig zur Neige geht, wollen wir euch nochmal mit Folge 19 beglücken, möchte ich schon fast sagen. Wir, das sind wie immer für euch am Mikrofon Sonja Riegel. Hallo Sonja. Hallo Gunnar. Und Michael Weber. Hallo Micha. Gute Gunnar, servus Sonja. Und meine Wenigkeit ist Gunnar Schmidt. Und dann steigen wir doch dir mal direkt ein ins pralle Leben, hätte ich beinahe gesagt. Wobei, es sieht draußen eher gerade nicht nach prallem Leben aus. Hier so am zwischen den Jahren in Wiesbaden Innenstadt ist nicht so viel los, wenn ich so aus dem Fenster schaue. Aber Sonja, du hast dich selbst beschert. Natürlich, wie immer, mit vielen Fußballspielen. Ja, du warst jetzt auch hier so, ich glaube gestern erst noch und auch noch vor Weihnachten oder irgendwas warst du unterwegs und hast wieder tolle Stadien besucht. Erzähl doch mal. Ja, genau. Also eigentlich hatte ich mir vorgenommen, an Heiligabend ein Spiel zu gucken, weil die holländische Liga da spielt. Die spielt sogar an Heiligabend. Ja, okay, gut, für die ist Heiligabend und Weihnachten nicht gar so wichtig. Ja. Richtig, ja. Und deswegen hatte ich mir gedacht, am 24. habe mir da das Spiel rausgesucht von dem Stadion, das mir noch fehlt, in Breda. Dass sie dann dummerweise einen Tag vorverlegt haben, also habe ich dann doch, musste ja doch am 23. schon hin und mir das Spiel angucken. Gegen Utrecht haben die gespielt, 3-1 gewonnen. Ja. Und damit habe ich die Eredivisie wieder voll. Ja, Glückwunsch. Ja, danke schön. Ich hatte sie ja schon voll, aber da steigt dann doch immer mal wieder jemand auf, den ich noch nicht gesehen habe. So geht das zu im Sport, ja. Ja, furchtbar, sollte man abschaffen. Nee, und dann wurde es auch mal Zeit, den Boxing Day mitzunehmen. Da habe ich mir immer gedacht, wenn ich mal nicht arbeiten muss über Weihnachten, dann schaue ich mir da auf jeden Fall auch ein Spiel an. Ist jetzt nicht England geworden, aber der Belgier spielt ja auch am zweiten Weihnachtsfeiertag. Ah, die spielen auch, okay. Wo warst du da? Und da war ich in Lokeren. Mhm. Du wirst mir gleich wieder sagen, dass ich es falsch ausgesprochen habe. Nee, aber bei Breda müsste ich, glaube ich, korrigieren. Ich glaube, das betont man nur auf der zweiten Silbe. Breda. Breda? Ich glaube, echt? Ja. Es kommt von der Breda. Also mein Navi spricht es inzwischen Dänisch aus. Sag mal Breda. ganz sicher bin ich aber auch nicht. Ja, Lokeren hätte ich gesagt, ja. Ja, gegen Mechelen. Ja. Es ist ja vom Sound allein schon eine gute Begegnung. Lokeren gegen Mechelen, ja, gut. Mechelen, die waren doch auch so, waren die nicht in den 80er Jahren mal irgendwie Europapokalsieger? Ich meine. Weißt du, wie alt ich bin? Ja, jünger als ich, genau. Aber man kann ja auch Sachen wissen, die vor der eigenen Geburt stattfanden. So. Historisch gesehen, naja. Das war jetzt gar nicht so ein schlechter Diss eigentlich. was hast du denn da für ein Stadion bekommen da in Lokeren? Ja, ging so. Also eigentlich ganz schick. Schön ist ja irgendwie immer so, gibt es ja auch viele holländische Stadien, die so in so Wohngebieten liegen. Das hatte irgendwie sowas Englisches, Cooles und da kommen die alle aus ihren Häusern raus, da irgendwie mit dem kleinen Sohn direkt vom Familienessen und gehen dann rüber ins Stadion. Das finde ich immer ganz schick. Macht das Parken schwierig, aber hat irgendwie Charme. Und es war auch fast ausverkauft. Also war nicht mehr so viel frei in dem Stadion. Die liegen auch nicht so weit auseinander, diese Städte. Sowieso in Belgien und gerade auch Holland liegen ja eigentlich keine Städte weit auseinander. Ja, bist ja 2 Stunden durchs ganze Land gefahren. Ja, das ist ja irgendwie schön. Und deswegen waren da auch viele Auswärtsfans dabei. Also war ganz schick, haben auch 2-0 gewonnen dann. Nachdem es am Anfang total nach 0-0 aussah, also so ein ganz grausiger Kick. Ich habe mal gelesen, ich war selbst in Belgien, glaube ich, noch in keinem einzigen Stadion, aber dass da relativ viele Stadien einigermaßen runtergekommen sind. Kannst du das bestätigen? Du warst jetzt wahrscheinlich schon in mehreren. Ich habe 2. Also das war jetzt mein zweites. Okay. Und das erste war Eupen, das ist auch schon ein paar Jahre her. Das ist ja das, was direkt an der deutschen Grenze liegt. Okay. Das war, glaube ich, nicht mehr so das Neueste und Schönste. Ja.
was ich noch so in Erinnerung habe, aber also da kann ich jetzt wirklich nichts Empirisches beitragen. Ja, Micha weiß mehr. Ich kann kurz dazwischen grätschen. Ich war beim in Gent im Stadion, zufällig. Das war okay. Also das war jetzt nicht so alt. Okay. Das ist jetzt, also gut, das ist jetzt auch schon ein paar Jahre her. Vielleicht ist es jetzt alt. Aber hat gerade die Schwelle zum Altsein übersprungen. Ja. Okay. Ich habe auch die Frage, wie du irgendwie dieses Alt misst. Ich meine, wir haben diese ganzen Hochglanz-Arenen, die in Deutschland ja alle so für 2006 hergerichtet wurden. Das ist natürlich so, ich weiß nicht, ob wenn man daran neu und alt irgendwie so bricht in die eine, in die andere Richtung, dann sind natürlich viele Stadien alt. Nee, ich meine gut, alt per se ist ja jetzt nicht, kann ja alt, aber trotzdem gut in Schuss sein. Ja. Aber ich hatte mal gelesen, aber wie gesagt, also das ist jetzt nur wirklich, genau, halt schon so richtig so ein bisschen schäbig, was dann, naja, gut, ist auch egal. Ja, in Holland sind ja auch diverse Neubauten so in den letzten 10, 15 Jahren entstanden. Ja, da gibt es auch viele, die einfach so total langweilig aussehen. Ja, ja, das sind so die Dinger von der Stange, ne? Wie Wiesbaden, Paderborn, also man wirklich denkt so, ja. Oder halt Mönchengladbach, wenn man es nur mal größer haben möchte, ne? Ja, wobei so ganz so groß ist ja nicht so viel in Holland. Ja. Nee, aber ich meine halt so relativ, naja, einfallsloses Design dann kostengünstig hingestellt. Aber gut. Ja, Boxing Day war ich vor vielen Jahren auch mal tatsächlich in England. Beim FC Fulham im Craven Cottage. Das war noch so richtig altes englisches Stadion, also mit ganz engen Durchgängen und so weiter. Und das war sehr cool. Enge Durchgänge haben wir ja heute alle noch. Ja, ja gut, ich meine, die haben ja auch teilweise halt dann die Neubauten oder sind gerade dran, so wie Tottenham jetzt und so weiter. Naja. Du hast aber noch mehr Spiele gesehen, ne? Jetzt in den Wochen sagen, vorher. Willst du auch noch den Rest wissen? Zumindest, wenn's irgendwas. Die Ausländischen auf jeden Fall. Was hast du denn sonst noch so? die Ausländischen auf jeden Fall sagt, spar dir deinen Berlin-Trip. Ich war nämlich nochmal bei der Hertha. Ich wollte jetzt einmal dieses Jahr auch nochmal bei der Hertha gewinnen mit Eintracht Frankfurt. Das hat dann endlich auch mal geklappt. Okay. 2-1. Dann hatte sich ganz praktisch verschoben. Regionalliga Nordost war noch zwei Tage danach. Viktoria Berlin, bei denen ich auch noch nicht war. Das war dann mal endlich mal ein neues Stadion in Berlin. In welchem spielen die? Wie heißt das? Die spielen im, oh Gott, wie heißt das? Jetzt fragst du mich Sachen. Das ist aber nicht das Mommsen-Stadion, oder? Nein, nein, das Mommsen-Stadion ist da, wo TB spielt. Ach, TB spielt da, genau. Ja, 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 richtig. Das ist aber auch, das ist ganz weit am Arsch der Heide. Ich guck's gleich mal nach, dann kriegen wir das raus. Und ich bin dann. Ja. Gegen wen ging das? Ja, wenn wir jetzt schon dabei sind, dann machen wir es vollständig. Gegen wen hat Viktoria da gespielt? Gegen Budissa Bautzen. Budissa? Ich kann nichts dafür, dass sie so heißen. Also, klingt toll. Ich denke mir das nicht aus. Budissa, das ist. Budissa Bautzen. Wie? Burka Bautzen. Burka Bautzen. Ich weiß nicht, ob es gerade baut. Ich weiß nicht, ob sich das durchsetzen würde. Da habe ich auch gewisse Zweifel. Das muss ich doch jetzt gerade mal nachschauen. Budissa, was soll denn das heißen? Budissa Bautzen, so, da haben wir sie. Also ich trage an der Stelle noch das Stadion Lichterfelde. Ah, okay, nach. Relativ simpel. Der lateinische Name Budissa leitet sich von der wendisch-sorbischen Bezeichnung Budissin für Bautzen ab. Okay, na gut. Also sage ich Bautzen, Bautzen. Das ist gut. Das ist ja irgendwie auch doof, aber okay. Das, ja, okay. Thorsten Gütschow ist da Trainer, bisschen, den kennt man ja immerhin noch. Bisschen so ein Angebername. Ja. Das Tollste ist ja auch immer noch hier Wormatia Worms. Ja. Ja. Da, die Amerikaner lachen sich da immer kaputt. Wormatia Worms. okay, Viktoria Berlin, da will ich da jetzt gerade mal nachgucken, wie dieses Stadion da bei denen heißt. Stadion Lichterfelde. FC Viktoria. Ach, das ist hier Tempelhof. Aha. Der ist noch weiter draußen, das ist völlig am Arsch. Ach so. Ich Bus dahin. Tempelhof geht doch eigentlich, ja genau. Gerade mal gucken, Stadion Lichterfelde. Ich hab eben echt gedacht, das hätte noch einen anderen Namen. Steglitz-Zehlendorf, okay. Ja, genau. Ja. Okay, gut. Ja, das heißt, deine Berlin-Sammlung vergrößert sich auch?
wächst und gedeiht. Ja, sehr gut. Okay, so. Ich habe übrigens gerade nachgeguckt. Gunnar hat recht. Der KV Mechelen wurde 1988 gewannen sie den Europapokal der Pokalsieger. 88 sogar, das ist ja noch gar nicht so lange her. Ist noch keine 20 Jahre. keine 30. Ja, keine 30 Jahre, ja. Und zwar gegen Ajax Amsterdam haben sie gewonnen. Ja. Ja. Siehst du mal. Ja, ist ja gut, das hätte ich wissen müssen. Eigentlich schon, ja. Also wenn du beim SID gibt es das bestimmt im Aufnahmetest. Ja, gut, ist der legendär. Ja. Okay. Warst du sicherlich auch wieder in Skandinavien unterwegs. Das ist eigentlich keine Frage, ist eine Feststellung, weil ich es weiß, aber welche Spiele hast du denn da gesehen? Ja, also ich war noch mal in Kopenhagen für ein paar Tage und habe mir da den FC Kopenhagen angeguckt in der Euroleague. Das war eher so ein Abfallprodukt meiner Reise, also als ich bin, mag ja Brøndby und da mag man den FC Kopenhagen nicht wirklich, aber gut, wenn die schon mal spielen und man ist in der Stadt, guckt man sich's auch an. Gegen Sheriff Tiraspol. Sheriff, jawohl, sehr gut. Die kennt man auch. Ja, oh, ich weiß nicht mehr, wo sie her sind, aber der Name Sheriff Tiraspol, den merkt man sich natürlich. Was ist das noch gleich für ein, aus welchem Land sind die? Ist das Albaner? Nee. Ach Gott, ey. Ich hatte es natürlich bis dahin nachgeguckt, aber ich habe es auch für heute schon direkt wieder vergessen, zumal wir ja auch ausgeschieden sind. Sheriff Tiraspol, nee, das war das Moldawien. Moldawien. Sehr gut. Okay. Der FC Kopenhagen musste 2-0 gewinnen, hat 2-0 gewonnen. Na also. Also davor hatte ich noch so, da gab es noch so diese typischen vom letzten Spieltag, ja, was passiert, wenn sie mit einem Tor gewinnen, wie müssen die anderen Spiele ausgehen und so. Mhm. Also schön habe ich viel dänischen Konjunktiv gelernt, aber den brauche ich dann nicht, weil sie dann 2-0 gewonnen haben. Und das war der letzte Euroleague-Spieltag dann wahrscheinlich. Genau. Ja, okay. Also in der Gruppenphase jetzt, ne? Okay. Mhm. Ja. Und dann war am Wochenende noch der letzte Spieltag der heimischen Liga. Mhm. Und da hatte ich mir samstags das Spiel in Helsingør rausgesucht. Da war ich auch schon vorher. Da habe ich schon mal ein Pokalspiel, glaube ich, gesehen. Das ist nicht so weit weg von Kopenhagen. Das ist so ein Stück nördlich. Kennt man vielleicht, weil da die Fähre nach Schweden direkt rüber fährt. Ist das also, denn... Wenn ich die Brücke zwischen Kopenhagen und Malmö nimmt, dann nimmt da die Fähre, weil das, glaube ich, so der engste Punkt ist. Ja. Ist das dann gegenüber dann von Helsingborg dann auf schwedischer Seite? Genau. Ja, genau. Ja, ne? Man kann auch, also ich stand auch so im Stadion, dass ich rüber gucken konnte. Also wenn ich mich umgedreht habe, habe ich die schwedische Küste gesehen. Das ist doch cool. Ja. Aber ich habe auch das Spiel geguckt und die haben 2-1 gegen Lyngby gewonnen. Okay. Und da war ich natürlich noch bei Brøndby, wo ich ja auf jeden Fall hin wollte. War ein bisschen ärgerlich. Die hatten davor 9 Spiele am Stück gewonnen. Und auch wirklich teilweise echt überzeugend gewonnen. Und dann kommst du. Dann komme ich. Dann haben sie 2-0 geführt. Es war eigentlich alles im Sack. Und dann haben sie irgendwie noch 2 Gegentore kassiert aus 2 so richtig dumme. Ja. Also die haben auch tatsächlich diesen Elfer verursacht, den Scheffler mehrfach nicht bekommen hat. Also dass einfach der Stürmer zwischen Abwehrspieler und Ball reingesprintet ist und bei der Schussbewegung halt einfach so mit weggeschossen wurde und den Elfer dafür bekommen hat. Mhm. Da bin ich dann auch ein bisschen schlecht gelaunt raus, aber war natürlich trotzdem cool, mal wieder da gewesen zu sein. Ja. Sie sind auch immer noch relativ weit vorne, haben die Tabellenführung jetzt verloren. War halt deren letzter Spieltag vor der Winterpause. Aber die haben ja auch so ein bisschen anderes System. Das heißt, da gibt es jetzt noch ein paar Spieltage und dann teilt sich das ja so auf in eine Meisterschaftsrunde, Abstiegsrunde und so. Ach, hat das auch irgendeine so eine tolle Agentur sich ausgedacht? Da gibt's ich doch weiß nicht, wer sich das ausgedacht hat, aber die gibt's auch, also diesen Modus gibt es auch, glaube ich, erst seit letztem Jahr. Also der ist ziemlich neu. Ja, ja, die Liga auch aufgestockt von 12 auf 14 und so. Die haben da ein paar Umstellungen gemacht. In Belgien haben sie ja sowas ganz Wildes irgendwie. Ich krieg das nicht mehr zusammen, das... Aber das hat dann auch irgendeine so eine Agentur dann da sich ausgedacht, da im Auftrag. Einen ganz tollen Modus, wo du dann halt auch noch irgendwie aus der unteren Gruppe trotzdem noch in die Meisterrunde kommst und ach, was weiß ich nicht alles. Also, ganz so kompliziert ist es in Dänemark nicht. Also okay. Da bleiben auch die Punkte von vorher bleiben auch und dann spielst du halt irgendwie mit den ersten 6 oder 7 spielst du dann halt den Meister aus. Einfach nochmal jeder 2-mal gegeneinander und so. Also okay. Es ist jetzt nicht so, dass das irgendwie auf ein Endspiel rausläuft und wer vorher alle geschlagen hat und das verliert, ist nicht Meister, oder? Hm. Okay. Das stimmt, glaube ich, auch so, ja. Und ihr es auch? Ja gut, die haben auch eine relativ kleine Liga, ne? Schottland, ja. Ja.
Wie sind in Dänemark so die Stadien? Gibt es da irgendwie einen, so einen allgemeinen Trend oder Stil oder was kann man da so sagen? Also ja, mit Kopenhagen jetzt ein bisschen schwierig. Also Brøndby ist natürlich so das kleinere, stimmungsvollere und schönere und spannendere, weil FC Kopenhagen spielt ja im Großen, im Parken. Das ist ja auch das dänische Nationalstadion. Mhm. Das ist ja dann immer nochmal so eine Sache für sich. Ja. Und sonst so die kleineren Stadien, die sind ja nicht richtig spektakulär, würde ich sagen. Aber also das in Helsingør ist halt irgendwie ganz süß. Das ist auch so mit so einer runtergekommenen Haupttribüne, wo irgendwie so schon alles in die Richtung wuchert. Aber dadurch, dass dann alle zwei Wochen mal jemand da durchgeht, hält sich dann doch noch in Grenzen und so. Das ist eigentlich ganz süß. Mhm. Schön mitten im Matsch geparkt, so Sachen halt. Mitten im Matsch geparkt, ja, da erzählst du uns, glaube ich, gleich auch noch was dazu. Ja, genau. Also was ich jetzt wieder nicht erwähnt habe, waren natürlich die SVW-Spiele gegen Paderborn und in Jena, wo ich auch war. Ja, genau. Das ist jetzt die Überleitung. Wunderbare Überleitung, dann sprechen wir doch mal über die letzten Wiener-Spiele. Da hatten wir ja ein bisschen gemischte Gefühle. Wir hatten eigentlich genau zwei Gefühle. Genau, also wir haben einmal ein Hochgefühl und zweimal ein eins, wofür mir fast schon die Worte fehlen. zumindest keine, die man jetzt irgendwie, obwohl, weil wir sind ja explizit hier, ne? Wir können ja hier schimpfen, wie wir wollen. Also das waren zwei richtige Scheißspiele. Aber fangen wir erstmal mit dem, wir gehen chronologisch vor und hatten die Partie gegen Paderborn. Unser letztes Heimspiel Anfang Dezember. Ja, ein Spitzenspiel. Wir als Dritte, Paderborn als Tabellenführer. Und es lief ziemlich perfekt für uns, kann man eigentlich sagen. Möchtest du, Micha, das nochmal ganz kurz für die Hörer zusammenfassen, die es vielleicht nicht mehr auf dem Tapet haben oder gar zum ersten Mal davon hören, dass es so ein Spiel gab? Ja, wer jetzt zum ersten Mal davon hört, dem empfehle ich eine Zusammenfassung. Aber ansonsten, ja, also es war ein gutes Spiel, jetzt nicht nur von uns, sondern insgesamt war die, der Spielverlauf war natürlich für uns super. Also es ging eigentlich mit Tempo schon los. Wir sind auch direkt gut in die Partie gekommen mit, glaube direkt mit einem Kopfball Minzel in der ersten Minute und dann auch noch eine Freistoßchance oder sowas. Und danach hat Paderborn sich gefangen und auch ein bisschen, da fand ich schon, dass die Partie so ein bisschen, also die hatten sie kontrolliert, fand ich. Mhm. Da war das Spiel auch ein bisschen mehr in unserer Hälfte. Ja, und dann kam eben, ich habe es jetzt gerade nochmal nachgeguckt, die 27. Minute, wo eben aus, glaube ich, einem Eckball von Paderborn oder einer Standardsituation ein sehr schneller Konter den Andrist, also wenn der den so gesehen hat und da auch hinspielen wollte, dann war das ein Traum, mit einem langen Ball aus der Drehung auf außen, auf den schnellen Diawosi, der dann über rechts eben ja, seinem Gegenspieler mit Ball davonläuft, mehr oder weniger, oder zumindest genauso schnell ist und dann eben in die Mitte auf Andres wieder spielt, der ihn dann eben reinschießt. Mhm. Und das war eben schon, ja, nach den Anfangsminuten eigentlich so die erste Chance und das war natürlich aber auch einfach saubockstark gemacht und ja, da hat ja auch wirklich alles gepasst, ne? Also dann der Ball von Andres, ich hatte eher so den Eindruck, das war so ein bisschen besserer Befreiungsschlag und der kommt dann eigentlich perfekt, dass Agi da reinlaufen kann und der hat dann auch noch dann so die Übersicht und spielt auch genau noch durch die zwei Verteidiger durch, dass er dann halt wieder quer auf Andres legt. Also das war schon, da durfte er auch wirklich, weiß ich, jede Zentimeter Abweichung in dem ganzen Spielzug hätte zu keinem Tor geführt. Das sehe ich jetzt so nicht, aber also der Diawosi hat den, also natürlich der Pass von Andrist war einfach stark, ja, der wollte ihn natürlich schon wegschlagen, aber entweder war es Zufall oder er hat ihn halt so aus dem Augenwinkel gesehen und ja, der Pass von Diawosi war ja dann auch kontrolliert und Andrist hatte dann ja auch Platz, aber klar, der Konter kann auch schief gehen, ja, das ist genau wie das Ding, was wir in Karlsruhe gefangen haben, wo der auch so ein langer Ball und dann der, egal. Ja, ich meinte ja mit dem Zentimeter, weil er halt wirklich exakt so zwischen die beiden Verteidiger halt so durchpasst. So. Irgendwie, das fand ich ja auch schon auch richtig großartig. Aber okay, gut. Ja, also ein wunderschönes 1-0.
Genau, und kurz danach das 2-0. Das war dann eine Ecke. Mhm. Ja, das war natürlich so ein Hochgefühl, gehst dann damit in die Pause. Und ja, dann klar hat Paderborn das nochmal versucht. Und ja, und bevor sie es dann so richtig versuchen konnten, da wurde das, war das Spiel dann auch entschieden durch eben dann auch wieder einen Konter, beziehungsweise ein, das war so ein Schnittstellenpass oder war das, oder ist der Scheffler dem einfach davongelaufen? Ich weiß gar nicht mehr. Das war so ein langer Ball von Kolke, habe ich in Erinnerung, und Breitkreuz verlängert mit dem Kopf, ne? Ja, genau, es war ein Abschlag und dann, ja, genau, eine Kopfballverlängerung. Und auf jeden Fall war Scheffler dann relativ schnell nach dem Abschlag also auf dem Weg zum Paderborner Tor und hat dann den auch schön und ins Tor gejagt. Ja, ja, so richtig unter die Latte geknallt. Auch ein sehr schönes Tor. Genau. Und ja, dann, das war natürlich dann auch auf unsere Kurve und das war natürlich nochmal beruhigend, weil ja klar ist, wenn Paderborn ein Tor macht mit deren Offensive, dann ist, bist du schnell da, wenn du da anfängst zu straucheln, dann schießen die halt auch noch 2-3 Tore und dann war's das. Aber das Ding war natürlich auch Gold wert und dann ja, dann gab's noch den Elfmeter, mhm, wo dann auch Diawosi wieder im Strafraum diesmal dann gestoppt wurde und da hat dann Ruprecht sein zweites Tor gemacht. Der hatte schon den Kopf voll gemacht nach der Ecke. Und ja, gut, die haben dann halt und hat Paderborn noch den, das Ehrentor gemacht. Ja, gut, war dann ein bisschen unnötig, aber gut, war dann letztlich, hat das ja der Stimmung dann keinen Abbruch getan. Und da hast du dich erstmal eine Woche lang gefreut, ja. Auf jeden Fall, also, ja. Die Spieler glaubst du auch. Ja, vielleicht haben sie sich ein bisschen zu viel gefreut. Aber bevor wir noch zum nächsten Spiel gehen, nochmal ganz kurz. War bemerkenswert starke Defensive wieder. Eigentlich, also bis zu dem 4-1 war eigentlich auch keine richtige oder keine gefährliche Torchance zumindest für Paderborn. Nicht so richtig, ne. Genau. Wir hatten anfangs mal Glück, da gab es so eine Szene, wo Mockenhaupt mit der Hand am Ball war im Strafraum. Da kann man zumindest drüber streiten, ob das vielleicht ein Elfer hätte sein können, weil er irgendwie da so sich so in den Ball reindreht. Ich meine, der kommt halt von hinten, da ist halt auch blöd. Also der Ball kommt von hinten und er sieht ihn eigentlich gar nicht richtig. Von daher finde ich, gibt es auch gute Argumente, das nicht zu pfeifen. Aber wenn du Pech hast, kriegst du das halt gepfiffen und das beim Stand voll 0-0. Da die Hand halt ausfährt. Ja, genau. Ja, Glück. Das hat man von uns aus dem Blog auch nicht gesehen. Also ich entschuldige mich bei dem wedelnden Paderborner, den ich mit deine Mutter ist ein Handspiel beschimpft habe. Er hatte recht. Also man schon echt geben können. Glück, weil er fährt die Hand so nach hinten aus und der Ball kommt da dran, also da kann man sich nicht beschweren. Ja. Hat man von uns aus nicht richtig gesehen. Ich hatte erst gedacht, von uns aus sah es aus, als hätte er den an den Rücken bekommen. Genau, ich dachte auch irgendwie, der kriegt den in die Schulter oder sowas so von hinten irgendwie, aber gut. Micha? Das war das Glück, dass das nicht so eindeutig war. Hm. Deshalb hat es der Schiri auch nicht gepfiffen. Wenn der Schiri das eindeutig gesehen hätte, hätte er es mit Sicherheit gepfiffen. Ja, oder im Falle eines Videobeweises. Ja. Ist auch wieder wie zum Beispiel gegen Rostock diese Szenen. Also wenn du hast einen Schiedsrichter, der von der Perspektive guckt, dann hast du einen Linienrichter, der von der anderen drauf guckt. Einer muss es ja mindestens sehen. Hm. Ja, diesmal hatten wir jedenfalls Glück und dann, wie geschildert, nahm das Spiel so seinen Lauf. Ein großartiger Sieg, 4-1, den Tabellenführer geschlagen. Gute Sache. Ich würde dazu gerne noch sagen, dass ich finde, dass unser 1-0 in dem Spiel das schönste Tor war, was wir in dieser Runde geschossen haben. War sicherlich, lass mich überlegen. Es gab ja einige zum Glück einige. Wie viele haben wir jetzt insgesamt? Ich meine, man kann da jetzt kommen mit irgendwelchen Freistoßknallern und so, aber das, wie das hinten rausgespielt ist mit mehreren schnellen Kontakten, und ihr habt gesagt, wir wissen nicht, ob Andres den jetzt einfach nur vorknallt oder nicht, aber er weiß ja, wer da läuft, also dass Diawosi so einen auch kriegen kann, und vor allem startet er auch durch in dem Moment, also er rennt ja sofort los, um dann vorne halt das Tor zu machen.
Also das war schon richtig stark. Da muss man immer noch überlegen, das ist eine Drittligamannschaft und das ist irgendwie nicht der FC Barcelona, der das sowieso kann, ne? Also das, so ein Tor siehst du in der dritten Liga, glaube ich, echt nicht oft. Ja. Diawuzi sowieso mit einem ganz starken Spiel. Hat er mehrmals da seinem Verteidiger da die Hacken gezeigt. Und jetzt wissen wir auch mit Sicherheit, dass er tatsächlich schnell ist, was wir immer nur so vermutet hatten, aber manchmal hatten wir ja schon Zweifel. Weil er auch schon mal irgendwie dann halt irgendwie Laufduelle verloren hat oder recht frühzeitig abgebrochen. Und da hatte ich ja schon zwischendurch mal Zweifel, ob er vielleicht gar nicht so schnell ist, wie wir dachten. Aber das ist dann jetzt wohl widerlegt. Vor allem kommt er auch an Bälle, die ich gedanklich schon verloren gebe auf der Tribüne. Also auch das, er holt ja auch den Elfer zum 4-0 raus. Ja. Da legt er sich den ja auch am Gegenspieler vorbei und ich habe schon gedacht, ey, komm, das schafft er ja niemals. Ja? Ja. Dann hat er aber einen Antritt, dass er doch noch an den Ball kommt. Das ist Wahnsinn. Ja, beziehungsweise er kam da nicht mehr dran, weil er dann gefoult wurde, aber Ja, aber er war ja vor seinem Gegenspieler, genau, also. ohne das Foul hätte er den auf jeden Fall noch erreicht Genau. und vermutlich dann halt reingespielt, ja. Genau, also ja, ganz stark. Ja. Gut, noch was zu dem Spiel oder holen wir uns jetzt dann den Stimmungsdämpfer ab? Du warst ja nach dem Spiel noch im Einsatz, oder? Richtig, genau. Ja, beziehungsweise am Montag drauf dann, also jetzt nicht direkt im Anschluss, Genau. aber da gab es dann, da war ich dann eingeladen im Padercast, das hat man, glaube ich, letztes Mal auch schon angekündigt, dass ich dort sein würde. Also wer jetzt nochmal dieses eine Spiel in einer längeren Besprechung nochmal genießen möchte, dem sei die Padercast-Folge, ich weiß jetzt nicht die Nummer, naja, kann man leicht finden. Ja, wir haben es ja gepostet, auch auf Facebook. Genau, sei das nochmal empfohlen und auch da die Paderborner Kollegen haben da auch neidlos anerkannt, dass da Wien ein ganz starkes Spiel gemacht hat. Also beziehungsweise die Paderborner waren auch gut, aber Wien halt war halt richtig gut und hat das Spiel verdient gewonnen. Da gab es keine zwei Meinungen an der Stelle. Ja, war sowieso angenehme Truppe da, die Jungs. Also da kann man durchaus mal reinhören, wenn man auch sonst mal die dritte Liga nicht nur aus dem Blickwinkel des SV Wien Wiesbaden verfolgt. Genau, dann ging es am Samstag drauf nach Aalen und ja, von der Euphorie und dem starken Spiel der Vorwoche war dann irgendwie nicht mehr viel zu sehen. War irgendwie ein ziemlich mäßiger Kick, vor allem auch von unserer Seite aus. Und am Ende ging es dann 0-1 verloren. Ja, da fiel mir dann irgendwie auch nicht viel ein. Also es war ziemlich dürftig. Sonja, wie hast du es noch in Erinnerung? Ich muss sagen, dass ich die erste Halbzeit geguckt habe und die zweite nur noch gehört. An der Stelle vielleicht mal ein kurzer Exkurs. Also es gibt ja, glaube ich, viele Drittliga-Fans oder Fans von Drittliga-Vereinen, die uns da auch zuhören. Und da sei mal gesagt, dass dieser Telekom-Sportzugang wunderbar auch in anderen Ländern funktioniert. Also ich habe mir Freitagabend in Schweden in der Kneipe so ein Teil angeguckt. Und dann habe ich mir in Dänemark samstags dann die erste Halbzeit vom Aalen-Spiel angeguckt, bevor ich nach Helsingør losgefahren bin. Und dann habe ich mir ich hatte das Spiel dann weiter laufen, aber halt nicht im Bild, sondern ich habe mir nur den Ton angehört, dass ich dann schon das ein bisschen, als würde man es im Radio hören, halt irgendwie auch unterwegs davon was mitgekriegt habe. Deswegen kann ich jetzt so bildlich nur zur ersten Halbzeit was sagen, dass es richtig mau war, also vor allem von uns, wie du schon gesagt hast, von allen, kam jetzt auch nicht so richtig viel. Also es war wirklich eher so ein Spiel, das so in sich einfach total langweilig Ja. war. Dazu kam irgendwie auch, dass der Boden, also da war irgendwie Schnee und Eis drauf und dann hatten sie die Linien nochmal mit Rot nachgezogen und so, das sah auch total bekloppt aus. Ne? Ja. Und ließ sich auch, glaube ich, nur sehr bekloppt darauf spielen, zumindest sah es so aus. Ich habe auch eigentlich keine Chancen richtig in Erinnerung aus der ersten Halbzeit. Nee, also von uns war es eigentlich fast gar nichts. Allen hatte dann mal, dann der erste Morris, glaube ich, da, der Torjäger, der hat irgendwie dann mal ein, zwei Chancen dann verdattelt. Ja. Das 1-0, das fiel dann übrigens nach einer guten Vorarbeit von unserem alten Freund Schnellbacher.
Und dann war es dann halt noch irgendwie unglücklich, dass dann halt, ich glaube, Mockenhaupt den Ball dann auch noch unhaltbar abfälscht, weil er halt dann noch versucht, an den Ball zu gehen oder so. Also da kam dann schon einiges zusammen auch, aber trotzdem, also da hättest du halt auch, also Sieg hättest du auch auf keinen Fall verdient. Irgendwie, wenn du mit so einem 0 nach Hause, 0-0 nach Hause gehst, dann hätte man sich schon zufrieden sein müssen. Ja gut, also das Entscheidende war wirklich die Vorarbeit vom Schnellbacher, der da zwei unserer Verteidiger schlecht aussehen lässt. Mhm. Und der Mockenhaupt fälscht den Ball dann ab, aber der Ball hätte auch, glaube ich, so gute Chancen gehabt, ins Tor zu gehen, weil der relativ frei zum Schuss kam im Strafraum. Ja, ansonsten wäre vielleicht halt Kolke halt dran gewesen, weil er natürlich halt in die Schussrichtung sieht, ne? Und so hatte er dann keine Chance mehr. Aber sei es drum. Er macht's ja richtig, sich in den Ball zu werfen. Ist halt einfach nur dumm gelaufen. Ja. In dem Spiel hat er es noch richtig gemacht, ja. Und dann muss man natürlich auch dazu sagen, dass nach dem Tor Aalen natürlich noch hätte aufstocken müssen. Also sie hatten da noch einige Konter, die sehr kläglich vergeben worden sind. Also da hatte die Abwehr schon auch ganz schlecht ausgesehen bei den Kontern. Mhm. Also in der ersten Halbzeit, also generell 90 Minuten fast keine Offensive. Und nach dem Gegentor halt viel zu offen bei Kontern. Das ist so mein Fazit. Und ja, gut, die Aalener hatten halt die Rasenheizung nur so weit angeschmissen, dass man eben spielen konnte. Und unsere Jungs waren dann irgendwie noch von dem Paderborn-Spiel wahrscheinlich geflasht. Oder die kamen halt gar nicht ins Spiel. Und somit hast du dann zu Recht verloren 1-0. Ja, vielleicht hat auch Ruprecht dann doch mehr gefehlt, als man befürchtet hatte. Der hatte sich ja gegen Paderborn die 5. Gelbe geholt und war dementsprechend gesperrt. Und dann hat, wie war denn das? Dann hat, glaube ich, Reddemann dann Innenverteidiger gespielt. Ne? Wir waren ein bisschen überrascht, also oder beziehungsweise ich war ein bisschen überrascht. Ich hatte eigentlich eher gedacht, dass das Dahms vielleicht Ruprecht vertritt. War dann aber nicht so. Aber an Reddemann lag es eigentlich nicht. Also das kann man aber auch dazu sagen. Der hat noch ein paar ganz ordentliche Aktionen gehabt. Also der war jetzt nicht schuld dran, dass man da verloren hat. Ja, das Spiel hast du halt verloren, weil du überhaupt nicht, ja, du hast, kamst nicht richtig ins Spiel, du hast nicht richtig dich auf die Bedingungen eingestellt, glaube ich, weder mental noch sonst. Und du hast auch, glaube ich, generell nicht so, also als Mannschaft keinen Zugriff gehabt, so fand ich. Also hast du die, wie das gegen Paderborn so wunderbar geklappt hat, dass du die auch von deinem Tor weghältst, beziehungsweise dass da nicht viel passiert. Und wie gesagt, das war dann gegen Aalen überhaupt nicht mehr so. Da hast du im Mittelfeld schon keinen Zugriff gehabt, dass sie die Konter dann einleiten konnten und das hat überhaupt nichts gepasst. Und nach vorne ging halt eigentlich auch nichts. Ja, genau. Das war schon ziemlich trist. So, aber es kommt dann noch schlimmer. Eine Woche später, im letzten Spiel vor der Winterpause, das war dann noch schon gleichzeitig das erste Rückrundenspiel, durften wir nach Jena. Da hatten wir im Hinspiel 1-0 gewonnen, damals. Und da hat sich dann jetzt Jena auf groteske Art und Weise revanchiert. Ging eigentlich ganz gut los, die erste Halbzeit. Sonja, du warst da, ne? Oh, zwing mich nicht darüber nachzudenken. dann berichte uns nur vom Parkplatz. Der Parkplatz war super. Also der war, erstmal habe ich da den Ordner gefragt, so ja, wie komme ich zum Gästeparkplatz? Und der meinte dann auch ganz freundlich, so ja, dann erstmal hier am Eingang von den Heimfans vorbei, da hinten über den Schotterparkplatz und dann da rechts rum hinter der Anzeigetafel. So. Dann fährst du also an den Heimfans vorbei, das ist schon mal super als Gästefan. Dann fährst du über diesen Schotterparkplatz und denkst, okay, hoffentlich hält das alles. Weil ich mir gerne mal irgendwie so ein Licht kaputt mache oder so bei sowas. Mhm. Und dann der eigentliche Parkplatz, das war eigentlich nur noch so ein Schlammloch. Also da waren so ganz, ganz große Schlammpfützen überall. Und Volker, der Fanbeauftragte, erzählte mir dann auch, das hätte er auch sogar noch schon schlimmer erlebt in Jena und so, wenn es dann auch noch wirklich geregnet hat. Und er hat schon extra so geparkt, dass er über das bisschen Wiese, was noch da war, laufen konnte, weil es war ein einziges Gematsche. Also meine Schuhe sahen danach aus, es war so widerlich. Und dann geht's halt irgendwie weiter, kommst du da zum Ordner und diese Tante da, die hat mich echt so ekelhaft genau durchsucht, ja. Erstmal musst du sowieso alle deine Sachen in Taschen dann da ausbreiten. Ist eigentlich, kenne ich so nur aus Bayern, aber gut, wenn sie meint, dann ist die mich da echt angegangen, dann müsstest du fast anzeigen für, ja. Das war sehr unschön.
Und dann das Spiel. Dann noch das Spiel. Und dann auch noch das Spiel, ja. Es kam alles zusammen. Das war fürchterlich. Da passt ja alles. Also war kein schöner Trip. Ich hatte das Stadion noch nicht, deswegen wollte ich da auch hin, aber ich werde da auch nicht unbedingt nochmal hinfahren. Das hat man von seiner Sammelleidenschaft, ja. Ja, das hat man dann davon. Ja, das dachte ich mir dann auch, als ich da so stand. Ja. Gut, wir merken uns, falls wir mal wieder nach Jena im Winter fahren, unbedingt Gummistiefel mitnehmen. Aber hallo. Ja. Ja. Gefütterte Gummistiefel. Genau. Was auch noch irgendwie so, also man steht ja relativ nah an den Heimfans, also da ist eigentlich nur diese Anzeigetafel dazwischen. Das kennt man vielleicht von diesem Video, wie die Rostock-Fans, die haben ja so Fische geworfen in Richtung Jena-Fans. Mhm. Das geht halt auch nur, weil die wirklich ziemlich nah beieinander liegen, diese zwei Blöcke. Den Heimblock fand ich aber nicht so schlimm, die waren halt so normal sozusagen. Aber die Haupttribüne fand ich unfassbar unsympathisch. Also die haben so bei jeder Kleinigkeit fingen die an irgendwie Schieber, und sobald sich einer unserer Spieler, Trainer oder so mal über irgendwas aufgeregt hat, die ganze Tribüne halt die Fresse und so Sachen. Also das war richtig ekelhaft. Ich glaube, Micha hat so was Ähnliches aus Zwickau ja erzählt. Ja, ja. Schieber, Schieber. Genau, ja. Das ist aber auch so... Ach, so völlig unpassend, wo du denkst so, ja, euer Typ hätte vorhin irgendwie so glatt rot sehen können, ja, das bekommt man irgendwie runter, ja, also das war wirklich ja, nicht sympathisch. Wie gesagt, da nehme ich den Fanblock aus, die waren halt normaler Fanblock, aber also, auf der Haupttribüne, das war echt nicht mehr lustig. Und dann kam noch dazu, dass sie einfach keine flutlichen Masten hatten, sondern nur so vier Löcher. Naja, deswegen ging das ja auch schon früher los. Deswegen haben wir so früh gespielt, ja. Ja, dann gehen wir doch mal noch ganz kurz das Spiel durch, nur damit wir unsere Chronistenpflicht hier erledigt haben. Ich weiß auch gar nicht, wer uns diese Pflicht auferlegt hat. Vielleicht lassen wir es auch einfach weg. Naja, komm. Also eigentlich waren wir ganz gut drin im Spiel, hatten ohne Ende Chancen, also anders als jetzt die Woche vorher in Aalen. Also hatten richtig richtig viele Torchancen, mehrere hochkarätige, wo du schon denkst, so je, da lassen sie wieder viel Zeug liegen. Aber am Ende tatsächlich, oder was heißt am Ende? Also irgendwann fiel dann doch tatsächlich mal das 1-0. So, ich glaube, so im Anschluss an der Ecke oder sowas. Mockenhaupt war jedenfalls noch mit vorne und der wird dann von Schäffler angespielt und knallt dann das Ding aus kurzer Distanz rein. Und da dachte ich, okay, jetzt, das ist so ja, dieser berühmte Dosenöffner, ne, nachdem du halt irgendwie eine halbe Stunde schon angerannt bist, gehst du dann doch endlich mal in Führung und dann mit der Führung im Rücken kannst du es dann vielleicht dann auch ja, ein bisschen souveräner dann spielen. Aber Pustekuchen, noch vor der Halbzeit gab es dann noch das 1-1. Nachdem der Thiele, der schon ganz am Anfang war, schon eine gute Chance hatte, irgendwie so nach ein paar Minuten, da hat er noch knapp verzogen und da hat er dann, war er wieder frei durch und behält die Ruhe, schiebt ein. Das war das 1-1 und dann gab es auch noch eine gelb-rote Karte noch vor der, also direkt letzte Aktion eigentlich vor dem Pausenpfiff für einen Verteidiger von Jena. Ja, genau. die Fresse. So, und da waren wir natürlich ja schon am Unken, weil das hatten wir ja kürzlich ja schon gegen Rostock, da so lange in Überzahl gespielt haben. Und das ging ja bekanntlich nicht gut aus und diesmal wurde das alles noch getoppt. Denn trotz der Überzahl ging es dann in der zweiten Halbzeit dann recht bald los. 2-1 durch Thiele, frei vorm Tor. 3-1 durch Thiele, frei vorm Tor. Und dann 4-1, da durfte er dann bei einem Freistoß dann plötzlich auch nochmal allein da stehen. Also ein Viererpack dieses Herrn Thiele. Timmy Thiele. Die große Timmy Thiele-Show, wie es dann überall getitelt wurde. Es war wirklich absurd. Also im Prinzip dreimal dasselbe Tor oder eigentlich viermal die Situation, dreimal davon ging er rein. Also da Abwehr eine Vollkatastrophe. Ne? Ruprecht fehlte wieder diesmal irgendwie wegen, weiß ich nicht, Grippe oder irgendwie. Ja, der war krank, ja. Irgendwie wegen Krankheit jedenfalls. Mockenhaupt einen rabenschwarzen Tag erwischt, trotz seines Tores, aber hinten da, weiß ich, mal über den Ball getreten und dann irgendwie falsch gestanden oder was weiß ich was. Also ganz, ganz schlimm. Und ich habe dann tatsächlich nach dem 4-1 ausgeschaltet, was auch selten passiert. Okay, ich gebe zu, es kam auch gerade in dem Moment Besuch an, hat geklingelt und dann dachte ich, okay, wenn ein Spiel, was 1-4 zurückliegt, irgendwie, da muss ich jetzt nicht meinen Besuch damit quälen, dass ich jetzt noch da drauf linse. Und dann habe ich auch nicht mehr gesehen, dass wir später noch irgendwie das 2-4 durch Andrist und in der Schlussminute noch das 3-4 durch Blacher gemacht haben. Aber ich glaube, es war nicht mehr so wirklich in
der Luft, dass wir da noch den Ausgleich gemacht hätten, oder? Micha, hast du es noch zu Ende geschaut? Ich habe es noch zu Ende geschaut. Es war dann tatsächlich so, dass mit dem, das 4-3 war natürlich jetzt dann auch, sagen wir mal, 2 Minuten zu spät. Dass du diese Partie, dass du aus der Partie jetzt keinen Punkt mehr mitnimmst, ist völlig okay. Trotz allem fieberst du da natürlich in dem Moment nochmal mit und hoffst nochmal. Ja, gibt es Nachspielzeit. Ja, genau. Interessant war ja auch, dass Blacher mal wieder in der Anfangself stand. Mhm. Das muss man ja mal fast schon erwähnen. Ja. Und du hast natürlich mit Schäffler und Breitkreuz vorne mit, und Blacher und Andres noch als offensive Mittelfeldspieler. Ja, also klar, dann Andrich Mofza im Zentrum, aber da bist du natürlich schon auch. Klar, also der Diawosi hat eben nicht gespielt, der war aber auch in Aalen nicht existent. Wo ich so dachte, Diawosi, Schnee mochte er noch nie oder irgendwie so war so mein Gedanke. So hat er zumindest gespielt, aber da hat auch halt niemand gut gespielt, von daher. Ja, und halt Redemann Notnagel in der Abwehr, ne? Und das hast du in der Summe dann irgendwie schon gemerkt, dass die Abwehr, ja, wenn dann noch Mockenhaupt, ja, vom Kicker hat er noch eine 5 bekommen, vielleicht weil er das Tor geschossen hat, aber. Du meinst ansonsten ja, wäre eine 6 wirklich, angebracht, also, oder? Das Spielentscheidende, ja. Das Spielentscheidende war, fand ich wirklich, wie er über den Ball geschlagen hat. Das war, glaube ich, beim 2-1. Mhm. Und wenn du dir das anguckst, ja, beim Kicker habe ich es gerade nochmal offen. Dieses, was du sagst, 1-1, 2-1, 3-1, Thiele, immer, also alle 4 Tore Rechtsschuss. Rechtsschuss und die ersten 3 alle vorbereitet von Löhmanns Rüben. Genau, mit einem langen Ball halt. Ja, genau. Jedes Mal aus dem Mittelfeld so, ein langer und Ball und der steht dann da alleine. Ich meine, gut, wenn der Mockenhaupt über den Ball schlägt, okay, kann man auch sagen, kann passieren. Aber er sah beim ersten Gegentor jetzt auch nicht schon so gut aus. Bei dem Freistoß sahen sie alle nicht gut aus. Weil sie aufs Abseits gespielt haben oder was auch immer, dann ist ja Kolke da auch noch dran. Ich sag mal, wenn es da nicht 3-1 steht, hält er den vielleicht auch. Und also das war halt wirklich so, du hast das Spiel klar, bist klar besser, hast viele Chancen, auch Blacher mit dem Lattenschuss da gleich am Anfang, ne, oder in der ersten Viertelstunde, den er machen muss einfach, wo dann super vorbereitet kommt, super vorbereitet ist und er den, ja, schießt dann nur die Latte, okay. Und du bist aber klar besser mit Abwehr wackeln und dementsprechend steht es 1-1, spielst aber in Überzahl. So, und wenn du dann eben nicht über den Ball trittst und dieser Konter nicht so läuft, gut, keine Ahnung, hätte, aber ja, also hat man so überhaupt hat man nicht erwartet, konnten Jena und Thiele, glaube ich, auch nicht fassen, wie viel Geschenke wir damit eingepackt hatten und es hat überhaupt nicht zur Hinrunde gepasst. 19 Spielen vorher. Überhaupt nicht. Ja, es hat auch, oder auch eigentlich, kann man eigentlich sogar noch die letzte Rückrunde sogar noch mit dazu nehmen. Ich glaube, seit Rehm da ist, hat man noch nie 4 Gegentore. Also es war wirklich irgendwie nochmal, keine Ahnung, ein ganz absurder Tiefpunkt, wenn man so möchte, oder ja, so ein Negativ-Highlight. Also, ist das ein Wort? Naja, ja, weiß ich nicht. Also war irgendwie herausragend, aber nicht im schönen Sinne. Ja. Also ich finde, man merkt da schon, wenn eben gewisse Spieler fehlen, ja, wie schon Ruprecht, der angesprochen war, Minzel, der nicht gespielt hat. Gut, Diawosi war jetzt eine Trainerentscheidung, aber also ich weiß nicht, diese Konteranfälligkeit, das war ja in Aalen schon so. Also es kann jetzt tatsächlich auch sein, dass die Teams das so ein bisschen analysiert haben und merken, dass man doch vielleicht aufgrund des Offensivdrangs von uns da eben dass sie sich drauf einstellen und eben mit schnellen Kontern oder langen Bällen da eben Lücken auftun. Weiß ich nicht, vielleicht war es jetzt auch Zufall. Aber das war schon auffällig, dass die jetzt in den letzten beiden Spielen diese offene Abwehr bei Kontern eben, ja, das war noch nicht mal Regionalliga-Niveau, muss man sagen. Ja, in der zweiten Halbzeit Aalen und jetzt in zweiter Halbzeit Jena. Ja. Das war ja gar nichts. Ja, das war allerdings kein schöner Abschluss des Jahres 2017, so aus sportlicher Sicht.
Nee, also ich muss sagen, ich kam mir da auch natürlich vor Ort vor wie im völlig falschen Film und dachte auch, dass man das gar nicht erklären kann. Ich habe dann aber, als ich mir die Zusammenfassung nochmal angeguckt habe, daheim habe ich dann irgendwie so ein Detail gesehen, das ist dann doch ganz gut erklärt, fand ich. Und zwar vor dem 3-1 für Jena. Ihr habt ja gesagt schon, die Situationen haben sich ja eigentlich immer irgendwie geähnelt. Da hüpft der Ball, also Titel läuft eigentlich schon frei auf Kolke zu. Und irgendwann kriegt der Ball so einen Schlag, weil, also das war auch wieder ein fürchterlicher Acker dort. Der Ball kriegt so einen Schlag und fängt an zu hoppeln. Und ihm macht es aber überhaupt nichts aus. Ich glaube aber, dass er in dem Moment irgendwie so seine Schusstechnik geändert hat, weil er hebt den ja, glaube ich, dann so über Kolke. Ich glaube, er wollte den eigentlich irgendwie härter schießen. Und das fand ich aber, weil bei uns. Wir haben, also Mockenhaupt tritt über den Ball und von dem 3-1 verliert Andrich den irgendwie, weil er den zu weit wegspringen lässt und so. Wir haben diese kleinen Fehler gemacht, wenn vielleicht auch der Rasen nicht gescheit war und so, dann nicht richtig konzentriert gewesen. Und Thiele bleibt halt in dem Moment genau konzentriert und reagiert darauf noch. Das fand ich so ein entscheidendes Detail. Weil in dem Moment, in dem irgendwie im Mittelfeld einer über den Ball tritt und den Ball verliert, ist es dann eigentlich ja fast egal, ob du in Überzahl bist oder nicht. Also wenn dir so ein Fehler passiert, dann ist halt der Gegner auch mal durch, ob du jetzt einen Mann mehr hast oder nicht. Ja. Und das darf dir halt nicht passieren. Und das ist uns passiert und Jena ist das halt nicht passiert und deswegen haben die es auch völlig verdient gewonnen. Gut, es war zweimal ein Acker und wir kamen zweimal nicht mit zurecht, wobei wir ja gegen Jena zumindest in der ersten Halbzeit auch unsere Chancen hatten. Da hatten sie ja die Probleme mit den Ballannahmen nicht so stark. Ja, klar, aber also wir Aber reden klar, ja natürlich über je das Schlimme, länger. was passiert ist, war ja die komplette zweite Halbzeit. Genau, und Und je länger du da hat dann natürlich auf auch so ein bisschen die einem. Konzentration gefehlt. Warum auch immer. Ob es das Genau. Wissen ist, wir sind in Überzahl und müssen es jetzt eigentlich hier heimbringen oder so, keine Ahnung. Ich glaube, das ist dann letztlich auch so eine Willenssache. Und natürlich, irgendwann nimmt das so einen gewissen Verlauf und da kannst du dich nur schwer gegen wehren. Das ist im Fußball so. Dann knallt, dann beim Thiele lief alles und bei uns lief gar nichts mehr. Das gibt so Situationen. Aber letztlich ist das dann ja auch so eine Sache, beide wollen. Und Jena wollte halt ein bisschen mehr kämpfen, hat halt ein bisschen mehr sich auf die Bedingungen eingestellt. Vielleicht haben sie öfters schon auf so einem Acker gespielt und wir halt nicht. Und ich musste dann tatsächlich an unsere letzte Folge denken, wo wir noch über einen Ausblick gemacht haben auf die letzten drei Spiele dieses Jahr. Und ich noch meinte von wegen, ja, die Auswärtsspiele in Aalen und Jena, die sind schwer. Und dann meinte Gunnar noch so, ja, und Paderborn wird einfach oder was? Und Ja. letztlich war das so die Zusammenfassung. Auch wenn ich so nicht gedacht hätte, dass wir Paderborn so deutlich gewinnen und in Aalen und Jena dann letztlich so chancenlos sind. Aber ja gut, ich hoffe, das einzig Gute, das ich daraus ziehe, ist, dass sie richtig jetzt mit einem richtig schön unzufriedenen Gefühl in die Winterpause gehen und dass das an ihnen nagt. Und dass das jetzt nicht am Selbstvertrauen nagt. Ich denke mal, dazu wissen sie, dass sie eine zu gute Runde gespielt haben und da ist auch das Trainerteam, glaube ich, da, dass sie das auffangen können, aber dass einfach das nochmal jetzt nur extra Motivation schafft. Jetzt, das ist schön, meine Winterpause geht ja nicht so lange, den einen Monat, dass sie da jetzt schön nochmal denken, so, und jetzt haben wir da wirklich 4 Punkte liegen lassen. Aalen kannst du unentschieden holen und Jena musste eigentlich gewinnen nach der ersten Halbzeit und in Überzahl. Also, dass du da dann denkst, so, und wir müssen jetzt nochmal 2%, 5% mehr investieren, um dass das eben nicht mehr vorkommt. Ich hoffe es. Wenn es das mit Rehm jetzt schon wieder gewesen sein sollte, was ich jetzt auf gar keinen Fall denke, aber also diese Konteranfälligkeit müssen sie abstellen und dann sollte es auch wieder besser klappen, ja. Ja. Ja, gut. Also das traue ich denen alle mal zu, dass sie da jetzt das klar analysieren und auch entsprechende Maßnahmen dann einleiten, wie man sich da halt anders verhält, dann jetzt schon. Ja, eigentlich schon von vorne angefangen und auch im Mittelfeld. Ich meine, die Bälle, die muss ja auch erstmal jemand spielen. Also dass der dann so frei dann zum Passen kommt, da der Löhmanns Reben, das darf ja auch nicht sein. Aber das hat Jena auch richtig gut gemacht, das muss man mal dazu sagen. Ich erinnere mich ja auch noch an das Rostock-Spiel, wo Hansa uns ja auch in deren Unterzahl geschlagen hat. Da hat Rostock sich ja am Ende nur noch hinten reingestellt. Und Jena, da haben wir schon gesagt, das war ja, die haben gekämpft und uns irgendwie ist da nichts mehr eingefallen, lange Bälle und so. Jena hat es ja noch einen Tick besser gemacht. Die haben sich ja nicht nur hinten reingestellt, die haben ja auch noch unsere Fehler ausgenutzt. Also Rostock ist ja einmal, glaube ich, vorne aufgetaucht und da waren sie selber erschrocken.
Aber Jena ist einfach konsequent weiter. Immer wenn sich irgendwas geboten hat, sind nach vorne gerannt. Ja. Also das muss man irgendwie auch anerkennen, finde ich. Also auch wenn ich dann heimgefahren bin durch so ein Meer an Mittelfingern, weil wir wieder an der Heimkurve vorbei mussten oder so, das muss man anerkennen. Ja, also ja, ist so. Ein Meer aus Mittelfingern, das ist schön gesagt. Ja, weil wir waren ja dann halt irgendwie wieder, das war ein Bus und dann glaube ich noch so 3, 4 Autos und hat uns die Polizei halt da durch die Leute gefahren. Und wenn dann der erste Bus ist, der Fanbus, und dann das kriegen die natürlich auch mit, die Heimfans, die da drumherum stehen. Und, ja. Ja, klar. Ich glaube, da haben wir ja schon unseren Sendungstitel gefunden, das ist doch auch schön. So zum Jahresabschluss, ein Meer an Mittelfingern. Oder Meer aus Mittelfingern. Mehr Mittelfinger, Ausrufezeichen. Mehr Mittelfinger. Okay. Ja, dann schauen wir doch mal auf die Tabelle, an der sich jetzt, zumindest von den Platzierungen her, jetzt nicht so viel geändert hat. Glücklicherweise hat jetzt Rostock am letzten Spieltag auch verloren. Die hätten uns ansonsten überholen können. So bleiben wir dann weiterhin auf Platz 3, dem Relegationsplatz. Magdeburg ist jetzt am letzten Spieltag an Paderborn vorbeigezogen. Sind jetzt Erster mit 46 Punkten, was schon eine brutale Ausbeute ist nach 20 Spielen. Paderborn ja. 44 und dann kommen wir mit 36, also da ist schon ein gehöriger Abstand. Also schon 8 Punkte Lücke zwischen Platz 2 und 3. Vor allem, wenn ich hier drauf gucke, ist irgendwie geil, Magdeburg hat genau ein Unentschieden, ne? Das war gegen uns, ne? Ja. Das war das. Der erste hat ein Unentschieden, der zweite 2, der dritte 3, der vierte 4. Okay, und also. Halt völlig aus der Reihe. Wir müssen auf jeden Fall weniger Unentschieden. Sechs, ja. Das ist, Mann, ey. Ja. Man muss natürlich auch dazu sagen, dass Rostock auch 0-3 gegen Lotte daheim verloren hat. Hatten, glaube ich, auch die wenigsten mitgerechnet. Ja. Und Paderborn ja auch nur 0-0 daheim gegen Halle, ne? Also es war da irgendwie. Wir waren jetzt nicht die Einzigen, die keinen so guten Tag hatten von den vorderen Teams. Mhm. Genau. Ja, also nach uns dann halt eben Rostock und Unterhaching jeweils 34 Punkten, Fortuna Köln 33, die rutschen jetzt so langsam ein bisschen weg, aber sind auch immer noch da in Schlagweite. Aber ja, dann haben wir noch Groß Asbach mit 31 und Karlsruhe aktuell noch mit 30, die haben aber ein Spiel weniger. Da ist, ich glaube, wann war denn das? Das war der vorletzte Spieltag, der ausgefallen ist, ne? Gegen, was war es denn? War es gegen Osnabrück oder gegen Münster irgendwas? Da unten sind auch noch welche, die noch in. Ist auch egal. Jedenfalls, die könnten, wenn sie ihr Nachholspiel gewinnen, könnten die auch 33 haben. Und ich denke, da ist dann auch so ungefähr dann so die Grenze der Teams, die um den Aufstieg mitspielen. Nimm mal Würzburg noch mit rein. Meinst du, Würzburg hat, Zeit, ne? Die haben jetzt die letzten, na, ich glaube, nach dem 0-5 gegen uns haben die, glaube ich, 5 von 6 Spielen gewonnen oder so. Ja, die haben ja auch einen neuen Trainer seitdem, oder? War das nicht dann? Die hatten dann irgendwann einen Trainerwechsel? Oder war der schon vorher? Weiß ich jetzt nicht mehr. Ja, also auf jeden Fall haben sie, Moment, hab sofort. Also ich würde die jetzt auch noch nicht so weit oben sehen, aber die haben genau gegen uns 5-0 verloren, dann haben sie gegen Köln noch verloren und dann haben sie 6-mal in Folge gewonnen. Mhm. 6-mal dann waren jetzt auch schon. Ja, Halle, Chemnitz, Lotte, Asbach, Erfurt, Meppen. Das war jetzt nicht so die Creme de la Creme, aber du musst halt auch alle erstmal gewinnen, ne? Ja. Und, zumal die davor ja wirklich überhaupt nichts gewonnen haben. Genau, also sie haben auch die Defensive definitiv stabilisiert, die haben in den 6 Spielen 2 Gegentore bekommen. Und von daher, dadurch, dass wir jetzt auch so geschwächelt haben, würde ich Würzburg und Karlsruhe, die sich jetzt beide gefangen haben, bei Karlsruhe jetzt auch nicht so dominiert, aber. Aber die kriegen halt auch, die kriegen halt auch nur noch ganz wenig Gegentore. Sie haben jetzt zusammen mit uns die beste Abwehr. Also dadurch, dass wir jetzt diese 4 Stück da am letzten Spieltag bekommen haben, haben wir jetzt beide 17. Die haben allerdings auch nur 20 geschossen, ne? Nach 19 Spielen. Das ist schon enorm. Ja, aber guck dir mal die Tordifferenzen an. Also wenn du die Tordifferenzen anguckst, dann siehst du auch, ja, also die ersten 3 mit plus 16, plus 23, plus 23. Das nächstbeste ist dann plus 8. Also du siehst, also das, also ja, es ist schon, ja.
Ja. Das ist schon Ja, wir deutlich, warten wer noch da auf das liegt. Appetit. Ja, also das sind halt die drei Mannschaften, die halt auch wirklich Tore geschossen haben, ne? Die jetzt oben stehen. Genau. Beziehungsweise, Was häufig ja. auch so als Indikator genommen wird, also zumindest so quasi, wie verdient ist dein Tabellenplatz, ne? Also jetzt mal so vereinfacht gesagt. Von daher, wenn man das mal tatsächlich so hernimmt, dann sind wir da jetzt auch zu Recht oben mit dabei. Haben eigentlich, ich meine, wir hatten jetzt einige hohe Siege, deswegen haben wir da auch die gute Tordifferenz und alle, wie viel sind es? 6 Niederlagen waren alle, glaube ich, nur mit einem Tor Unterschied. Von daher ist halt so die Torbilanz ganz gut. Aber davon waren halt auch ein paar, wie wir es ja schon besprochen hatten, auch nicht nötig. Also, naja, gut, was ist schon nötig, aber. Ja, wenn wir nochmal in der Tabelle mal kurz Blick runterwerfen, also Erfurt ist schon ein bisschen abgeschlagen, 12 Punkte, okay, noch ein Spiel weniger, aber 12 Punkte nach 19 Spielen, das ist schon ziemlich wenig. Plus finanzielle Schwierigkeiten und drunter und drüber und sonst irgendwas, also da sieht's nicht gut aus. Chemnitz mit 16, Werder 2 mit 17 und Preußen Münster mit 18 Punkten. Und da fehlt auch noch ein Spiel. Ja, na gut. Aber das ist ja das Schöne an dieser Saison, das da unten, das können wir aus der Ferne beobachten, ohne dass es uns jetzt direkt betrifft. Ja. Genau. Dann schauen wir mal, was jetzt so die nächsten paar Wochen passiert, bevor wir dann mal so ein wenig resümieren wollen. Lass mich gerade hier schnell auch auf den Knopf drücken. Wir haben haben die Spieler gerade ein bisschen Pause, wohlverdient. Die dürft ihr auch mal ein bisschen, sind ja glaube ich nur 2 Wochen, die sie jetzt tatsächlich frei haben. Ich glaube, wenn sie im letzten Spiel gewonnen hätten, hätten sie irgendwie noch 1 oder 2 Tage mehr frei bekommen, aber das haben sie sich natürlich dann jetzt selber eingebrockt. Und dann geht es dann, ich glaube, am 2. Januar mit dem Training auf dem Hallberg los. Ich glaube, da fahre ich mal vorbei. Was weiß der Greenkeeper Der Green wird ja da nicht viel keepen können, glaube ich. Also, das ist wahrscheinlich gut. Okay, vielleicht schneit es jetzt gerade mal nicht, aber wird auf jeden Fall schön kalt sein da oben. So viel steht fest. Das wird bestimmt ein Spaß, aber gut. Ja, fahre ich mit Micha zusammen hoch. Ja, können wir machen. Vielleicht komme ich auch mit und dann. Packen wir die Gummistiefel aus. Ja, die gefütterten Gummistiefel und machen wir uns irgendwie eine Thermoskanne, nehmen wir uns mit und dann stellen wir uns mal daneben hin und dann lauf, du faule Sau, rufen dann Genau, und brüll mal ein paar Sachen rein. So. Ja. Schieber. Genau. Und ein Meer aus 6 Mittelfingern, genau. Ja, jedenfalls. Jeder bringt mit, was er von Silvester noch über hat. Genau, noch so ein bisschen Pyro. Ja. Ja, genau. Ich meine, darf man am 2. nicht noch knallen? Ist das nicht so irgendwie? Oder? Weiß ich gar nicht. Wenn es nach mir geht, dürfte man das nie, aber gut. Nee, ich brauche das auch nicht. Das ist ja auch. Dann werden wir ja super viel Reste haben. Ja, also ich vermutlich nicht, ja. Ich weiß nicht, letztes Jahr habe ich, glaube ich, zum ersten Mal seit 20 Jahren tatsächlich irgendwie in so einem Spontankauf mir ein bisschen Feuerwerk gekauft. Aber so toll war es dann auch nicht. Also ich glaube, dieses Jahr kann ich wieder drauf verzichten. Gut. Das nur am Rande. Bist du ein Feuerwerker, Michael? Na klar. Ja. Ja, also ich bin jetzt kein Freund von Raketen, weil die sehe ich auch, wenn andere so zünden, aber früher habe ich sehr gerne diese China-Böller, so ja, alles, was so geknallt hat. Mittlerweile mache ich mehr so alles, was so in 2, 3 Metern Höhe Licht und bisschen Töne von sich Also, gibt, finde ich gut. so, wie heißen die, so Vulkan und Ja, so diese, nicht diese Batterien, die dann die Dinger hochfeuern, aber es gibt ja auch so kleine, so mit Crackling-Sternen und Oh, Gokoi, jetzt kommen wir in den ja, Fachbegriff hier, liebe. Liebe Zeit, Die, ey. diese Knisterdinger, die so richtig abgehen, so dann, wo du so eine Wolke von explodierenden kleinen Sternen hast, ja. Ja. Wegen euch Pennern kann ich nicht schlafen in der Nacht, ey, Wahnsinn. Ja, also ich halte mich da ja an die gesetzlichen Knallzeiten von 12 bis 1 Uhr nachts. Ja, aber auch zwischen 12 und, naja, gut, ich höre ich Ja, halt Musik. alle Leute, die einen Hund haben, die mögen das nicht und die gehen dann auch nicht Silvester feiern, weil sie ihren Hund beruhigen müssen. Aber Ich habe gut. keinen Hund.
Ja, gut. Ich aber der Feinstaub, der Feinstaub. Da müssen die bösen Geister vertrieben werden. Ja, genau. Schön, mir macht es Spaß. Okay. Fetch ab. Ja. Gut. So, ich habe gerade nochmal einen Schluck genommen. Genau, also dann sind erstmal ein paar Tage Training hier in heimatlichen Gefilden und dann geht es dann, wie erwähnt, ins Trainingslager nach Spanien. Da soll es ein Testspiel geben am Dienstag, den 9.01. Da gibt es aber noch keinen Gegner, wenn ich das, zumindest ist das mein letzter Stand. Habt ihr da schon irgendwas gehört? Gibt's da? Habt auch noch nichts gehört, oder? Nee. Nee, genau. Das wird doch alles vermittelt von der tollen Agentur, oder? Ja, die, wie heißen die, Match IQ oder irgend sowas? Ja, die werden schon noch jemanden finden. Irgendjemand wird da unten noch sein. Und dann Vertrag verlängert worden erst. Ja, genau. Und dann am Freitag gibt es dann noch ein Testspiel gegen Union Berlin, auch da unten in Spanien im Trainingslager. Ja, notfalls spielen wir halt zweimal gegen die, ist ja egal. Und dann kommen sie zurück und haben noch eine Woche Training wieder hier zu Hause. Und dann geht's am 20. Januar samstags zur gewohnten Zeit um 14 Uhr mit einem Heimspiel gegen Osnabrück weiter. Und dann die Woche drauf in Unterhaching. Ja. So Gott will. Ja, so je nachdem, wie da halt so die Wetterverhältnisse sind und sonstiges. Wobei, wir haben ja jetzt hier schon vorher gunkt mit Aalen und mit Jena, die haben auch stattgefunden, auch wenn sie es besser nicht getan hätten, aus unserer Sicht jetzt. Aber gut, später dann die ganzen Nachholspiele, ist ja dann auch irgendwie nervig, wenn du dann da ständig englische Wochen hast. Ja, lieber vorher verlieren und dann ja, na ja, weißt gut. Du, woran du bist. Wenigstens ist die Tabelle dann ehrlich da oben. Ne? Ja, wobei ich sagen muss, im Januar in Haching ist schon kritischer wie im Dezember in Aalen. Aber gut, werden wir sehen. Das sind ja jetzt hier gewagte Thesen. Ja. Es ist ja nicht so, dass da in Aalen kein Schnee da ist. Wenn ich da an die Fernsehbilder denke, das sah nicht gut aus in Aalen. Egal. Genau. Und ich denke dann, spätestens bis dahin werden wir uns auch hier wieder hören. Vielleicht sogar auch schon vorher. Vielleicht ergibt sich auch noch irgendwas im Kader, irgendwelche Veränderungen oder sowas. Das werden wir dann auch nochmal vorher irgendwann besprechen. Genau. Dann vielleicht noch gerade eine Termininfo. Das Hessen-Pokalspiel gegen den TSV Steinbach. Das ist unser, was ist das, Halbfinale. Das ist neu terminiert worden. Das sollte ja eigentlich irgendwann im März sein. Das hat sich aber nochmal verschoben, weil Steinbach da in der Regionalliga irgendwie auch noch, weiß nicht, das ein oder andere Nachholspiel hat. Und deswegen ist der neue Termin jetzt der 3. April, wieder ein Dienstagabend, 19 Uhr. Genau. So, ja, dann gucken wir doch mal nach den. Ziehen wir mal ein bisschen Fazit. Ziehen wir ein Fazit? Wir ziehen ein Fazit. Doch, genau, so heißt das. Ja. Wenn wir mal so das, vielleicht jetzt nicht nur die Hinrunde oder diese zwei ersten 20 Spieltage, sondern vielleicht das ganze Kalenderjahr 2017 jetzt mal anschauen. Das bietet sich ja jetzt ja an, so am Jahresende. Was waren denn da so eure Höhe- bzw. Tiefpunkte? Jetzt übers ganze Jahr gesehen. Sonja, fangen wir an. Ja gut, einen Tiefpunkt haben wir ja noch aus dem Vorjahr mitgeschleppt. Das war ja unsere Sieglos-Serie, die, glaube ich, Anfang Oktober hatte die angefangen, im Jahr davor schon. Die wir ja noch bis in den Februar, bis zum Trainerwechsel mitgeschleppt hatten. Mhm. Und da sah es ja wirklich auch in der Tabelle dann schon sehr trostlos aus. Ja. Ich muss sagen, so das fällt mir bei Lowlight ein. Natürlich jetzt die letzten zwei Spiele waren auch nicht so geil, aber wenn man das insgesamt in der Runde betrachtet, ist es ja immer noch okay, deswegen würde ich da den Jahresanfang nehmen. Mhm. Micha? Ja, mein Lowlight sind die Spiele in Überzahl. Ja. Also das Spiel gegen Rostock war schon ärgerlich, weil du da auch den Sieg meiner Meinung nach verdient hattest, aber halt auch nur bis zu dem Moment, wo die in Unterzahl geraten. Und jetzt halt dann nochmal mit Jena nochmal halt wurde ihm nochmal da die Krone aufgesetzt. Also das ist natürlich jetzt auch das, was noch am frischesten ist. Aber unter Rehm gab es wenige Lowlights. Von daher klar, das Ende von Fröhling. Und ja, und für mich halt tatsächlich die Spiele, die verlorenen Spiele in Überzahl und der Schiri gegen Schalke. Okay, ja.
Ja, hab ich jetzt nichts anderes. Dann die Highlights. Micha, fang du mal an. Für mich Highlights das Pokalspiel gegen Aue, wo wir endlich mal in der ersten Runde gewonnen haben. Und ja, ich hätte mir tatsächlich das gewünscht, was Paderborn noch bekommen hat, die ja dann immer noch schön so ein paar Zweitligisten zu Hause bekommen haben. Aber natürlich war auch so die Vorfreude auf Schalke ein Highlight. Das Spiel an sich von der Leistung war auch ein Highlight. Leider halt war es zu früh mehr oder weniger entschieden, ja. Sodass mein Highlight das Pokalspiel gegen Aue ist. Ansonsten die hohen Heimsiege, weil du wirklich mehrere Spiele jetzt hattest, wo du viele Tore geschossen hast, was wir jetzt lange Zeit auch nicht hatten in der Anzahl. Sonja? Also mein Highlight natürlich der Titel, also der Hessen-Pokalsieg. Das kann man ja immer schön messen. Und dann, was Micha schon anklingen lassen hat, die hohen Siege. Bei mir kommen noch ein paar hohe Auswärtssiege dazu, weil ich tatsächlich auch in Osnabrück dabei war und in Würzburg. Normalerweise hast du so ein Ding vielleicht einmal in der Saison, dass du irgendwie mal 4-0 in Heimspiel gewinnst oder so. Aber wir hatten jetzt so viele Spiele, in denen wir 4 oder mehr Tore geschossen haben. Also ich glaube, 3 Heimspiele waren es auf jeden Fall. Dann die 2 Auswärtsspiele noch. Ja. Also das kam ja irgendwie gefühlt ständig und es hat jedes Mal irre Spaß gemacht. Also das noch so als durchgehendes Highlight fast durch die Runde. Mhm. Genau, es waren 5 Spiele mit 4 oder mehr Toren. Ja. Und dafür, dass wir jeder noch 3. Dafür, dass wir ja, aber dafür, dass wir jahrelang überhaupt kein einziges Spiel pro Saison mit mehr als einem Tor hatten, mit mehr als 3 Toren hatten, ist das schon. Allerdings sind es Highlights. Ja, ich würde jetzt eigentlich, also stimme da völlig zu, auch auf das Hessen-Pokalfinale zu Hause in der Britta Arena. Das war auch ein richtig toller Tag. War natürlich dann irre spannend, spannender eigentlich als nötig. Jetzt hätte man meinen können, aber ging ja gut aus. Aber ich denke, vor allem so im Rückblick würde ich sagen, ist das Highlight eigentlich die Verpflichtung von Rüdiger Rehm. Das ist ein absoluter Glücksfall. Ich höre keinen Widerspruch. Schön. Was soll man dazu sagen? Ja. Genau. Haben wir doch 3 Sachen, ja. Also ja. Den Hessen-Pokal tatsächlich habe ich jetzt ja, der gehört natürlich, also der gehört natürlich, das war natürlich auch, das war geil an Vatertag. Noch eine schöne Wette eingegangen und, und dann auch eine Elfmeterschießen, also das war natürlich wir wissen ja immer noch nicht, wer betrunken war, Micha oder der Oberbürgermeister? Ja, gut. Das werden wir nie erfahren. Ja. Ja, aber ihr wart beide gut dabei. Ja. Ja. Boah, ich meine, man muss die Feste feiern, wie sie fallen, ne? War halt auch sehr heiß, das gab hier. Dass ich halt auch nicht dafür bezahlt werde. Das Bier kam nicht aus dem VIP-Raum. Ne? Dann, gehen wir doch mal ins Detail. Spieler des Jahres. Habt ihr Vorschläge? Ich habe 2, Sascha, ich würde mich dann hinten anstellen. Okay, Sonja, habe ich gerade schon gehört, schlägt Sascha Mockenhaupt vor. Ist auf jeden Fall, ja, Sascha Mockenhaupt ist auf jeden Fall ein guter Kandidat, vor allem, weil der auch so das tatsächlich genau jetzt ein Jahr da ist. Also er kam ja letztes Jahr in der Winterpause oder Anfang diesen Jahres und hat sich eigentlich da gleich etabliert und das können wir vielleicht auch gerade schon mal hier an der Stelle erwähnen, hat jetzt auch seinen Vertrag verlängert bis 2021. Also das ist auf jeden Fall einer der Spieler des Jahres. Ich würde auch Manuel Schäffler nennen, der ja letztes Jahr zur Saisonbeginn kam. Anfangs ja ein bisschen unglücklich wirkte, irgendwie viele Chancen vergeben hatte, dann zweiteweise ja dann auch irgendwie auf dem Flügel gespielt hat, was heute kaum nicht mehr, gar nicht mehr vorstellbar, ne? Wo wir auch dachten, vielleicht ist er da ein bisschen besser aufgehoben, weil er innen drin dann irgendwie so im Zentrum dann die viele Bälle dann irgendwie so verdattelt hat und so. Aber der blühte dann auch richtig auf. Also er hat schon die ersten Tore dann noch unter Fröhling ja noch gemacht, aber dann spätestens seit Rehm da war, hat er richtig viel getroffen. Hat er jetzt, glaube ich, dann in der letzten Rückrunde noch, weiß ich nicht, 11 Tore noch gemacht oder sowas. Und jetzt ist er auch schon wieder, was hat er jetzt, 12, 14? Ich weiß es gar nicht gerade. Hat auf jeden Fall wahnsinnig viele Tore gemacht. Also der ist für mich auch einer der Spieler des Jahres.
Ich wüsste auch noch ein paar andere, aber Micha, sag du nochmal. Ja, also mein Spieler, ich hatte auch Scheffler aufgeschrieben, aber mein Spieler des Jahres ist Steven Ruprecht. Mhm. Und zwar, also zum einen hat er auch jetzt schon wieder 4 Tore gemacht, aber ich habe mir eine statistische Auswertung gemacht. Jetzt. Weil ich einen Verdacht hatte. So, und ihr seid jetzt völlig unvorbereitet, bekommt ihr die jetzt um die Ohren gehauen. Na, ich habe auch schon darüber nachgedacht, aber ich habe es nicht also, Statistik, Gott, Gunnar ist schon ganz aufgeregt. Ja. Jetzt, es geht jetzt um die 20 Spiele der aktuellen Runde, ja? Also die 20 Spiele dieser Saison in der Liga. Da hat Steven Ruprecht 15 benotete Spiele. Also er hat bei den 4 Spielen gar nicht gespielt und in einem Spiel kam er 5 Minuten vor Schluss rein. Ich, der Einfachheit halber, sage ich, er hat 15 Spiele benotet und 5, wo er nicht mitgespielt hat oder eben nur ganz kurz in dem einen. Mhm. Die 5 Spiele, in denen er nicht mitgespielt hat, waren Jena in der Hinrunde. Dann hat er 5 Minuten gegen Halle gespielt. Er hat gegen Meppen nicht gespielt, gegen Aalen nicht und gegen Jena nicht. Wir haben einen Punkteschnitt jetzt nach den 20 Spielen von 1,8 Punkten pro Spiel. Ne? Also 36 Punkte bei 20 Spielen ist ein Schnitt von 1,8. Ne? Der Schnitt mit Ruprecht ist 2,2. Der Schnitt ohne Ruprecht ist 0,6. Was? Wir haben 3 Punkte geholt in den 5 Spielen, in denen er nicht gespielt hat. Ja, ja, genau. Das heißt, ohne Ruprecht haben wir pro Spiel 0,6 Punkte geholt. Das ist bei 5 Spielen schon auch eine, finde ich, eine aussagekräftige Statistik. Ist jetzt nicht nur, dass er einmal nicht gespielt hat. So, das heißt, wenn er nicht mitspielt, haben wir bis auf einmal das erste Spiel gegen Jena eigentlich haben wir alles verloren. Und gegen Schalke war er auch nicht dabei. Und gegen Schalke war er auch nicht dabei. Das habe ich jetzt noch gar nicht erwähnt, genau. Das heißt, das einzige Spiel, wir haben ja 6 Niederlagen. Die einzigen Spiele, die wir mit ihm verloren haben, waren Karlsruhe und Rostock. Und das waren auch beides Spiele, die du definitiv nicht verlieren musst. Ja, das gegen Rostock, das war ja nach dem Standard das Tor. Ja, wie war das, also gegen Karlsruhe? Habe ich jetzt nicht mehr genau vor Augen, aber ja. Da hast du auf jeden Fall Argumente. Ja, also das ist schon krass. Also der Schnitt unter Rehm war ja ungefähr so bei 2 Punkten auch im Schnitt. Mhm. Jetzt ist es ein bisschen runtergegangen wahrscheinlich durch die letzten beiden Niederlagen. Aber das ist mir nur aufgefallen, weil er da jetzt auch wieder gefehlt hatte und darauf habe ich die Ableitung gemacht, dass es wirklich ein ganz wichtiger Mann ist, zu einem für die defensive Stabilität, aber eben auch für die, ich glaube so für das Gesamt, hat dann glaube ich Auswirkungen auf das gesamte Spiel. Vielleicht. Ja. Ich, so wie man es hört, ist er auch einer der Leader im Team. Gut, ich meine, ist auch einer von den Älteren, von daher ist das vielleicht auch so ein bisschen automatisch, dass man da so ein bisschen eine größere Verantwortung auch hat oder ein bisschen einer von den Anführern ist. Aber auf jeden Fall ein ganz wichtiger Spieler. Und dann gerade so in der Kombination Ruprecht-Mockenhaupt, das haben wir ja natürlich, hat man schon diverse Male hier angesprochen, so die beste Defensive der Liga eigentlich, wenn sie dann zusammen auch spielen. Auch Ruprecht bleibt uns erhalten. Da hat sich der Vertrag irgendwie automatisch verlängert bis 2019. Also da haben wir auf jeden Fall, auf die beiden können wir nächste Saison auch bauen. Das ist gut. Und wenn wir gerade bei Vertragsverlängerungen sind, Markus Kolke hat ebenfalls verlängert bis 2020 und noch ein Jahr Option. Wie die Option, an welche Konditionen die geknüpft ist, war, glaube ich, nicht zu lesen. Aber da haben wir zumindest schon mal so die wichtigsten Bausteine in der Defensive schon mal gesichert. Ja, das ist doch jetzt auch, ist doch krass. Also ich meine, es ist gut, dass der Kolke verlängert hat, aber die letzten Jahre, wenn man da gefragt hätte, wer ist euer Spieler des Jahres,
Sagen doch 9 von 10 Kolke, oder? Ja, und vielleicht, das, vielleicht hätte noch ein paar Alfminzel gesagt. Aber ne? Ist, ja, genau. Aber so vorher war es doch. Ja. Genau, aber vorher, das spricht doch ein, das ist genau das, was du sagst mit Glücksgriff Rehm, wie viel sich da getan hat. Ja, und, genau, ja, er muss auch nicht mehr so viele Elfer halten, wie es noch letztes Jahr. Da hatten wir, glaube ich, was waren es, 6 oder 7 Elfmeter. Oder ich glaube, wir haben 7 oder 8 bekommen und davon hat er bis auf einen alle gehalten. Und dieses Jahr haben wir halt noch keinen einzigen gegen uns bekommen. Also diese Saison jetzt in den... Das ist eine einzige Verschwörung. Ja, nee, also ich meine, da sieht man halt auch schon, dass A, weniger bis zu Kolke durchkommt und B, oder nicht so die gefährlichen Situationen so weit hinten erst entstehen. Ne? Also dass es entweder zum Schuss kommt oder dass man zum Foul greifen muss oder sonst irgendwie. Dass man halt einfach schon viel einfach vom Strafraum weghält. Ja. Ja. Genau, dann haben wir hier nochmal die Kategorien Gewinner und Verlierer des Jahres. Was habt ihr da im Angebot? Ach stimmt, wir waren noch gar nicht fertig mit den Kategorien. Jetzt genau, habe ich das ja. schon zugemacht. Ja. ja, Verlierer des Jahres habe ich Patrick Funk. Ja. Also ich könnte jetzt auch natürlich die ganzen Verletzten nennen, wie Pizzoni und Schwadorf, aber und Dittgen. Aber Dittgen war zu kurz da und ja, für mich ganz klar, Patrick Funk, der war Kapitän, spielt jetzt keine Rolle mehr. War doch jetzt gegen Jena war er mal wieder im Kader. Wurde sogar, glaube ich, am Ende eingewechselt, ne? Wurde auch eingewechselt, genau, hat fast noch die Wende mitgebracht. Aber ja, ist natürlich, ich meine, ich habe auch gesehen, der hat jetzt hier tatsächlich doch 10 Einsätze und ich meine auch 4 gelbe Karten gesehen, aber ja, also der war Kapitän, wurde dann ja seines Amtes enthoben, hat das auch klaglos hingenommen und spielt jetzt fast keine Rolle mehr. Hm. Also hat die ersten 10 Spiele gemacht. Und beziehungsweise, ja, wurde da mitunter auch eingewechselt nur. Also die ersten 3 hat er gespielt, dann wurde er eingewechselt, aber auch ausgewechselt. Dann wurde er kurz vor Schluss eingewechselt, hat er wieder gespielt. Dann wurde nur noch eingewechselt, dann hat er bis gegen Jena gar nicht mehr gespielt. Also da siehst du, ich vermute, wenn der noch Ambitionen hat, dass er in der Winterpause den Verein verlassen wird. Durch. Es sei denn, er hat irgendein, da ist irgendwas psychisches, familiäres passiert, was ihn blockiert hat oder er hat irgendeine Verletzung, von der, die nicht kommuniziert wurde, aber er war ja, glaube ich, fit, der hat ja auch mittrainiert, aber er war halt nie im Kader, der war teilweise gar nicht mehr im Kader und also da kann das kann eigentlich nur auf Trennung hinauslaufen, wenn da nicht irgendwas ist, was jetzt da absolut geheim gehalten wurde. Gut, oder sein Vertrag ist halt hier zu gut, dass er halt jetzt nichts Besseres findet und dann wird er halt vermutlich nicht gehen. Ne? Das ist ja das alte Thema, was wir schon öfter hatten. Ich habe ja gesagt, wenn er Ambitionen hat. Ne? Ja, okay, gut. Ja. Wenn er Ambitionen hat, dann wird er wahrscheinlich auf den Wechsel drängen. Wenn ihm das so reicht, oder er auch nicht umziehen will oder was auch immer, dann wird er das vielleicht so weitermachen. Keine Ahnung. Hm. Sonja, dein Verlierer des Jahres. Ja, wäre auch Patrick Funk auf jeden Fall gewesen. Mit allem, was ihr schon erwähnt habt. Ich denke aber, der zweite, den man da erwähnen muss, ist Blacher. Ja, das ist fast gleiche Kategorie, ja. Ja, er spielt halt ein bisschen öfter dann noch oder kommt zumindest häufiger auch mal dann von der Bank. Ist aber ja zum Kapitän gewählt worden vor der Saison und saß dann aber häufig nur auf der Bank. Ja. Was wir uns alle auch nicht so ganz erklären konnten, aber gut, hat halt dann wahrscheinlich auch nicht so ganz ins Spielsystem gepasst. Ja, anfangs hat er häufig noch gestartet und wurde ausgewechselt und später dann noch eingewechselt und dann noch später gar nicht mehr, ne? Also jetzt viele Spiele. Ja, ja, aber im Gegensatz zu Funk muss man bei ihm ja sagen, hat man ja noch das Gefühl, dass er irgendwie noch an der Mannschaft dran ist, ne? Ja. Aber ja. Trotzdem, also vom Kapitän zum Bankdrücker, um es irgendwie mal so in eine fiese Schlagzeile zu packen, ist halt auch dann doch eher ein Verlierer des Jahres. Ja. Ich hätte noch Marc Lorenz im Angebot.
Tatsächlich jetzt ohne hämisch sein zu wollen, aber der hat sich das sicherlich auch anders vorgestellt. Also er hat ja eine Bombenrückrunde bei uns gespielt, war ja der, weiß nicht, Topscorer, aber zumindest der Top-Vorlagengeber. Ich weiß nicht, wie viel Torvorlagen. Klassischer Move war ja irgendwie Flanke Lorenz, Kopfball Schäffler, Tor. So, und ist dann sich nicht einig geworden oder beziehungsweise hat zu viel gefordert irgendwie, wie man so hört, dass es keinen neuen Vertrag hier beim SVW gab und ist dann zum Karlsruher SC gewechselt. Da war er anfangs noch Stammspieler, als es bei denen nicht gut lief. Und ich glaube, jetzt in letzter Zeit ist er häufig nur noch auf der Bank gesessen. Und jetzt sind die ja mittlerweile am Rollen. Das heißt, der ist da jetzt so ein bisschen außen vor. Und es gibt auch Gerüchte, oder zumindest wurde das jetzt irgendwie im Kicker mal spekuliert, falls die jetzt irgendwie personell nochmal nachlegen wollen im Winter, dass sie dann halt auch irgendwelche abgeben müssten. Und da wurde dann auch Marc Lorenz als Kandidat genannt. Wie konkret das ist, weiß ich jetzt natürlich nicht. Aber es ist natürlich schon für ihn jetzt schon ziemlich blöd gelaufen. Also von einem der Stars und der Gewinner der letzten Rückrunde und jetzt im Prinzip so ein bisschen auf dem absteigenden Ast da gerade. Aber vielleicht, das wäre jetzt so ein bisschen Wunschdenken, sehen wir ihn ja wieder bei uns. Finde ich eigentlich ganz cool, weil gerade so auf links da haben wir immer noch so ein bisschen Probleme, nachdem Ditgen ja auch fast die ganze Zeit verletzt ist. Wäre ja was. Aber gut, das ist jetzt nur so am Rande. Gewinner des Jahres. Falls sich das vom Spieler des Jahres unterscheidet, haben wir da noch jemand anders? Sonja, hast du einen Gewinner des Jahres? So, also ich würde erstmal dabei bleiben bei denen, die wir alle schon genannt haben, die sich so festgespielt haben und auf die wir kaum verzichten können. Einer würde mir noch einfallen, das wäre Patrick Breitkreuz, der sich ja in den letzten Wochen auch irgendwie in die Stammformation gespielt hat. Mhm. Wir haben alle schon nicht mehr so wirklich dran geglaubt. Ja, der das dann auch endlich mal Tore gemacht hat. Ja. Also und jetzt wirklich Stammspieler geworden ist. Genau. Hätte man so nicht gedacht, glaube ich. Also das tatsächlich mal, Entschuldigung, wenn ich da so ich muss den Satz loswerden. Das tatsächlich mal das passiert, was wir schon ab und zu mal so gehört haben oder wie das so geplant war. Ne? Man holt einen Spieler, auch wenn er aus einer Verletzung kommt, so als, weil man dann die Hoffnung hat, der kommt wieder und da hat man jetzt halt die Chance, den zu kriegen, der jetzt, wenn er nicht verletzt gewesen wäre, wahrscheinlich gar nicht zu haben gewesen wäre. Der kam ja letztes Jahr. Der kam auch in der Winterpause, oder? Lass mich gerade überlegen. Ja, genau. Der kam auch letztes Jahr in der Winterpause oder letzte Saison in der Winterpause. War noch verletzt, hat erstmal eine ganze Zeit lang gebraucht, bis er wieder halt im Training war und so weiter. Und so nach und nach hat er sich jetzt da tatsächlich etabliert. Ja, auf jeden Fall einer, der jetzt auf der Gewinnerseite steht, ganz klar. Ich hätte noch Sebastian Rovza im Angebot. Der auch schon so nah am aussortiert werden war, wie man so hörte, aber sich vor allem in der letzten Rückrunde halt so stark präsentiert hat, dass Rehm wohl offensichtlich seine Meinung geändert hat. Vertrag wurde verlängert und der ist jetzt auch dauerhaft gesetzt, also anfangs noch als Rechtsverteidiger und jetzt seit einer ganzen Zeit eigentlich im defensiven Mittelfeld und momentan absoluter Stammspieler. Wäre für mich auch einer der Gewinner. Micha, hast du noch jemand? Ja. Ja, also ich hatte auch Breitkreuz mir notiert. Also der ja praktisch mit Blacher die Rolle getauscht hat. Also der Blacher aus der Elf gedrängt hat. Breitkreuz fand ich auch einen ganz spannenden Typ, weil mir nicht immer klar ist, warum er überhaupt spielt. Da fehlt mir wahrscheinlich das Takt, dann doch nochmal die letzten Prozent, die so ein Trainer dann sieht, wofür er da wichtig ist. Er hat gute Ansätze, er hat ja dann auch doch tatsächlich auch mal das ein oder andere Tor geschossen und auch vorbereitet, aber er hat auch lang gebraucht. Gut, aber er hat sich festgespielt und ich denke mal, das ist für ihn auch eine super Geschichte. Ansonsten habe ich mir noch, habe ich dann auch sofort an Diawuzi gedacht, der natürlich als junger Spieler jetzt von Leipzig gekommen, zusammen mit Redemann,
Rette man ja verpflichtet, dir wo sie ausgeliehen. Andersrum wäre es mir lieber. Der ja auch am Anfang, wie Sonja es ja auch gesagt hat, der ja Bälle kriegt, wo du denkst, was macht der denn da? Das gibt doch, klappt doch eh nicht. Und das war jetzt mehrfach. Der auch so analog wie Robben, wo du weißt, der hat so sein eines Ding. Robben zieht in die Mitte und knallt und dann mit links rein, von rechts kommt. Und die Avisie ist so, er legt den Ball am Gegner vorbei und rennt halt hinterher. Aber es klappt halt auch oft. Und der ist natürlich jung, der darf auch noch Spiele haben, wo er nicht so gut ist, aber der hat auch schon unheimlich viele hauptsächlich ja Tore vorbereitet, selten geschossen, aber dann am Ende ja auch gemacht. Und ich glaube, das ist noch jemand, der uns hoffentlich noch ein bisschen Freude bereitet. Der ist natürlich auch sehr interessant, was die Vertragslage angeht. Also er ist ja, glaube ich, für 2 Jahre ausgeliehen. Ja. Wobei Leipzig, glaube ich, nach einem Jahr ein Rückholrecht hat. Es gibt irgendeine Option da drin, ja, irgendwie eine Klausel. Ja. Also ist so eine, ja, genau. Also ist, ich weiß jetzt nicht, was da für Bedingungen dran geknüpft sind. Ich kann mir auch nicht vorstellen, dass Diawuzi in Leipzig noch mal irgendeine Rolle spielen wird. Aber sie können ihn natürlich zurückholen, um ihn dann zu verkaufen. Das ist ja jetzt so die einzige Option, die ich da sehe. Ich kann mir nicht vorstellen, dass er in Leipzig in dem Bundesliga, Champions League Kader nochmal irgendeine Rolle spielen wird. Nee, ich glaube, dafür wird der Zug dürfte abgefahren sein. Ja. Und aber der könnte natürlich nächstes, vielleicht übernächstes Jahr, Zweitliga-Potenzial hat er, glaube ich. Hm. Und Optimalfall wäre natürlich, dass er mit uns aufsteigt und da dann weiter spielen kann oder dann vielleicht auch verpflichtet wird gegen eine Zahlung. Aber das ist jetzt auch schon wieder etwas weiter gedacht. Ja, Stichwort Diawuzi, dann machen wir noch eine letzte Kategorie. Bester Neuzugang. Jetzt triffst du mich aber. Jetzt triffst du mich. Ich wollte gerade sagen, weißt du, du kommst hier mit Sachen, dann, die du gar nicht ins Dokument geschrieben hast. Ja, dann hau ich dir Moritz Kuhn um die Ohren. Wirklich? Wer war denn noch als Neuzugang? Andres hätten wir noch. Gehst du von der Sommerpause aus oder ja, im Winter neu? Das ist jetzt natürlich, ne, wir machen ja eigentlich jetzt ein Jahresfazit. Also eigentlich müssten wir dann noch die letzte Wintertransferperiode mit dazu nehmen. Und dann sind wir wahrscheinlich schon wieder nah an Mockenhaupt dran. Ne? Ja, also sagen wir mal, Neuzugang Watkowiak hat nicht gespielt. Redemann zu schwankende Leistungen. Kuhn hat sich stabilisiert, Lorch ständig verletzt. Antrist, Ditgen ständig verletzt, Diawuzi. Gut, Diawuzi hatten wir, von daher bleiben nur Antrist und Kuhn. Und da kann jeder jetzt zu jedem was sagen. Also ich fand Kuhn insofern spannend, ich hatte es ja, glaube ich, auch schon mal gesagt, ist ja, glaube ich, gelernter Mittelfeldspieler, spielt er jetzt bei uns den Verteidiger, hat er eine Weile gebraucht, aber mir hat er auch in letzter Zeit immer besser gefallen. Also auch jemand, der, glaube ich, am Anfang ja auch kurz verletzt war. Ja, der hat zwei Verletzungen am Anfang gehabt schon. Genau, oder zweimal verletzt war sogar und sich dann da aber reingekämpft hat und jetzt ja auch längere Zeit stabil bleibt und unser Ex-Sandhausen-Duo auf den Außenverteidigungen, also auf die Außenverteidiger Minzel und Kuhn, gefällt mir. Mhm. Auch wenn natürlich Andrist. Lorch gibt's noch, ne? Aber der hat nur ein einziges Spiel gemacht oder was, ne? Kann man nicht bewerten. Ja. Genau. Ansonsten hätte man natürlich auch noch solche krache Verpflichtungen wie Kerem Bulut. Das war eh der geilste Mann. Ja. Genau, der dann schon recht schnell wieder weg war. Gut. Ja, okay. Super, in diesem saulangweiligen Spiel, in dem er eingewechselt wurde, wo dann der Fanblock es geschafft hat, ihn fast bis zur roten Karte anzufeuern. Ja, da ist er so richtig auch heiß gelaufen. Ja. Aber ich glaube, Bulut hat, als wir letzte Saison in Paderborn gespielt haben, da war ich ja gewesen, ich glaube, da hat er auch gespielt und hat da zumindest auch so ein bisschen, das war ja mehr so ein Motivationskick, so einer, der reinkommt und die Vidal-Grätsche auspackt und dann ein Gelenk wie Thomas Müller am Ball vorbeischießt oder sowas. Er hat deine Bayern-Analogien gefangen, halt gar nicht. Ja gut, diese... Wie viele waren da schon da? Heute?
Hohe Siege haben wir vorhin erwähnt. Ach so, die hohen Siege. Das war vorhin mit Robben angefangen. Ach so, stimmt. Ja, Entschuldigung. Ja. Fällt mir schon gar nicht mehr auf. Ja, das ist so ein Fleisch und Blut drin. Nee, aber ja. Also ich denke, die gut, wie gesagt, ein Leuch und ein Ditgen, wenn du die jetzt halt auch noch gehabt hättest als Option, das hätte natürlich noch mal ein bisschen, hätte noch mal anders aussehen können. Ja, ja, mal gucken, wie sich da jetzt auch die Verletzten-Situation dann jetzt nach der Winterpause dann darstellt. Also jetzt, wie Budulu war ja eine Zeit lang verletzt, kam jetzt kürzlich zurück. Der hat jetzt das letzte Spiel, glaube ich, auch wegen Krankheit verpasst. Da war ja sowieso, das war ein ganz, ganz kleiner Kader, nur jetzt in Jena. Und da war auch, ich glaube sogar der Stefan, wie heißt der? Stefan Lorenz, glaube ich, ne, aus der U19, war sogar mit auf der Bank. Achso, ein Gewinner fällt mir vielleicht noch ein, oder ein, ja, so ein kleiner Gewinner, Michael Akoto, der so aus der eigenen Jugend kam und jetzt tatsächlich in letzter Zeit auch öfter mal Einsätze hatte. Also das ist ja auch schön, mal ein Eigengewächs tatsächlich in der ersten Mannschaft, zumindest mal mit einigen Einsätzen. Wie weit es dann geht, müssen wir mal sehen, aber das ist auf jeden Fall auch eine gute Sache, dass das Rehm da auch guckt, dass er halt mal die Jungen dann vielleicht mal ranführt, wenn sich die Gelegenheit ergibt. Das hast du ihm ja eingeredet. Im genau, da hat er noch gesagt, das müssen sie sich verdienen, also geschenkt gibt's nichts, aber ich denke mal, wenn man es sagen kann, ungefähr gleich gut oder sowas und die Situation bietet sich halt an, dass man da einen bringt, dass man dann durchaus auch mal die Nachwuchsspieler dann ranlässt. Ja, es gab im Wiesbadener Kurier kürzlich auch noch mal so einen nach der Hinrunde, also noch vor dem letzten Spiel, dann vor der Winterpause, mal so ein kleines Fazit. Da haben sie auch so diverse Spiele nochmal herausgehoben. Also hier Kolke Schäffler, Andrist, Andrich, Mockenhaupt, so als die positiven eher, Blacher, Funk, Pizzoni, eher so auf der Negativseite, wenn man so möchte. Minzel, den kann man immer bringen, und der große Hoffnungsträger, Diawosi, ja, also die haben wir eigentlich auch fast alle erwähnt. Aber das fand ich auch nochmal, war okay, zusammengefasst dann nochmal. Den Artikel können wir auch mal verlinken. Ja, soll es mal gewesen sein für ein kleines Fazit zwischendurch. Ansonsten gab es jetzt kürzlich noch die zweite Folge des Wohnzimmergesprächs. Das ist ja so eine neue Reihe, beziehungsweise jetzt ist es dann halt tatsächlich, wird es jetzt zu einer Reihe, wenn wir jetzt auch schon mal eine zweite Folge haben, wo halt, ja, also in der ersten Folge war ja der Geschäftsführer Nico Schäfer, das fand ich sehr interessant, hatten wir auch schon mal hier verlinkt vor einigen Folgen. Jetzt gab es die zweite Folge mit dem Präsidenten Markus Handkammer. Ja, kann man sich mal anschauen, war nicht super aufregend, sag ich mal. Aber wir verlinken das auch mal in den Shownotes. Jetzt so zwischen den Jahren hat man vielleicht ja mal gerade nichts zu tun und dann kann man sich das auch mal angucken. So, was sind das? 40 Minuten. Ja, wenn man mag. 40 Minuten? Ja, 40 Minuten tatsächlich, ja. Puh. Ja. Jetzt hast du mir richtig Bock da drauf gemacht gerade. Ja, also wie gesagt, es geht viel um hier von wegen, ja, die Entwicklung sich gerade jetzt in diesem Jahr, aber auch jetzt halt so, jetzt wenn man mal so rückblickend jetzt hier so die letzten 10 Jahre, ne, was sich halt alles getan hat, NLZ und Stadionumbau und bla 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 und so weiter, also nimmt dazu zu vielen Stichpunkten Stellung, alles relativ unaufgeregt. Ja, aber wie gesagt, kann man sich durchaus mal anhören. Ich fand es übrigens beeindruckend, wie er es schafft, die gesamten 40 Minuten im Prinzip in der gleichen Position auf diesem Sofa da zu verharren. Ich glaube, die ganze Zeit das eine Bein übergeschlagen und der einen Arm so auf der Sofalehne liegend, das hat mich fast ein bisschen irritiert. Wahrscheinlich musste ihn der Physio danach irgendwie wieder hinbiegen, damit er wieder laufen konnte. Ja, vielleicht. Ja, das wäre es so an SVW-Themen, die ich jetzt hier so notiert hätte. Habt ihr noch irgendwas dazu ergänzen?
Nee. Gut, dann habe ich hier noch zwei Stichpunkte aus der Liga, beziehungsweise eigentlich aus der Liga unter uns jetzt in dem Fall. Die Regionalliga-Reform ist jetzt beschlossen. Und ja, das ist jetzt mal so eine Übergangsregelung jetzt für die nächsten 2 Jahre. Und es ist so, dass es wird 4 Aufsteiger und dementsprechend 4 Absteiger geben. Und der Meister der Regionalliga Südwest hat ein direktes Aufstiegsrecht. Und dann im nächsten Jahr auch der Meister von Nordost. Und den dritten festen Aufsteiger, das wird dann gelost aus den beiden übrigen. Aus den 3 übrigen Staffeln, genau, richtig. Dann wird dann noch gelost und dann die Meister der beiden anderen bestreiten dann jetzt in der kommenden Saison dann Playoff-Spiele. Und im Jahr drauf sind dann diese beiden dran mit einem festen Aufstiegsplatz und die beiden anderen müssen dann gegeneinander antreten und der aus Südwest hat in beiden Jahren einen festen Aufsteiger. Oder der Meister aus Südwest steigt in beiden Jahren auf. Das ist jetzt die Lösung jetzt für die nächsten beiden Saisons. Und danach ist das Ziel. Da wird man schon beim Zuhören bekloppt. Ja, also ich fand, es wurde ein bisschen blöd dargestellt, irgendwie als wird jetzt ein Aufsteiger ausgelost. So ist es ja nicht. Im Grunde ist es schon so. Naja, es wird ausgelost. Genau so ist es. Nee, es wird ausgelost. Also ich meine, du Meister werden musst du so oder so. Also wenn du nicht Meister wirst, kannst du überhaupt nicht aufsteigen. So, das ist jetzt nicht so, dass jetzt irgendwie gelost also wird. Also Meister können aufsteigen. 4 von 5 Meister werden aufsteigen. So. Also ich finde die Regelung super. Naja, super finde ich jetzt. Keine bessere Regelung, keine einfachere Regelung ausdenken können als diese. Dass ein Verband zweimal in den Genuss kommt, die anderen 4 Verbände im Wechsel und ein Aufstiegsspiel und 4 Absteiger aus der 3. Liga. Also und dann auch nur als Übergangslösung und dann wird es nochmal in 2 Jahren endgültig geklärt. Ja, ja gut, wir wissen ja, wie das ist. Ich will das jetzt nicht verteidigen, aber ich glaube so in der Situation, dass halt jetzt da keiner spontan jetzt irgendwie auf seine Regionalliga verzichten mag und wir wissen ja, wie das da beim DFB läuft, ne? Da gibt es dann da hier die Landesfürsten und alle haben irgendwas zu sagen. Ich glaube so in der Situation ist es tatsächlich jetzt nicht die schlechteste Lösung. Na klar, es ist blöd, das ist immer noch so ein Murks, aber es ist halt jetzt eine Übergangslösung für 2 Jahre und danach ist das Ziel, dass es halt nur noch 4 Staffeln, also 4 Regionalligen gibt, bis dahin und dann ist die Sache ja dann einfach. Dann haben wir das, was wir ja eigentlich schon die ganze Zeit gesagt haben. 4 Regionalligen, der Meister steigt auf und 4 Absteiger aus der 3. Liga und fertig ist die Laube. Ja, es ist jetzt halt ein Übergangsding. Ja. Sollte uns aber ja im Idealfall eh nicht betreffen, weil wir uns nach oben orientieren wollen, nicht wahr? Ja, also ja, die Situation war halt komplett verfahren. Es gab jetzt, glaube ich, tatsächlich keine bessere Lösung, das meine ich jetzt auch dann ernst, weil du kamst aus der Nummer jetzt nicht mehr raus. Du musstest irgendwas präsentieren, ja, und wenn du jetzt gesagt hättest, auch wenn wir lassen es erstmal so, wie es ist, ja, das wäre ja jetzt ganz, und ich denke tatsächlich ist es jetzt mit 4 aus 5 ist tatsächlich ein bisschen besser als 3 aus 5. Gut, jetzt haben wir dieses Jahr ist dann die letzte Saison, wo es nur 3 Absteiger gibt aus der 3. Liga. Ich denke, den 4. Absteiger wird es dann weiterhin geben, was ich aber auch als okay ansehe. Und ja, und dann werden die sich wahrscheinlich jetzt, dann werden die in den 2 Jahren darauf hinarbeiten, dass es dann, denke ich mal, entweder 4 Regionalligen geben wird oder die führen noch eine 4. Liga ein, die dann Nord und Süd ist, wo es dann 2 Aufsteiger jeweils gibt. Also irgend sowas werden die wahrscheinlich machen. Ja, genau. Da haben sie jetzt dann halt ein Weilchen Zeit, das jetzt dann mal in Ruhe auszukaspern und auch mit den entsprechenden Ligen oder Vereinen oder sonst irgendwie das abzustimmen, dass das jetzt nicht wieder so von oben drüber gestülpt wird, sondern dass das halt auch eine Lösung ist, mit der alle ordentlich leben können. Okay. Dann gibt's noch
was ja nicht ganz so spannend ist, aber den Rahmenterminplan für die nächste Saison, der wurde kürzlich veröffentlicht. Ich habe auch schon mal in den Kalender, der ja auch hier im Blog eingebunden ist und auch im Forum. Da habe ich auch schon mal die ganzen Spieltage schon mal eingetragen. Ich habe jetzt mal die dritte Liga für uns angenommen. Bin aber bereit, das alles nochmal wegzuschmeißen und dann die Zweitligaspieltermine dann da einzutragen. Die Arbeit würde ich mir gerne machen. Kein Problem. Wenn es denn soweit käme. Alles dem Verein in Rechnung gestellt. So. Nein. Das ist alles hier Volunteering. Also wenn du das noch aktualisierst, dann würde ich den Kalender auch weiter abonnieren. Du brauchst ja gar nichts machen. Du hast den ja einmal abonniert. Du musst den ja einfach, du kriegst das ja alles automatisch. Ja, aber ich kann das ja auch wieder rausschmeißen. Ach so, alles. Okay. Das ist eine Drohung. Selber schuld. Das ist für mich die gleiche Arbeit. Ob du den jetzt 12-mal wieder abbestellst und wieder abonnierst oder nicht, macht mir nichts. Ich sehe gerade, am 15. Juli ist das WM-Finale. Und am 27. Juli geht die dritte Liga schon wieder los. Genau. Das ist doch super. Ja, ich denke, so viele WM-Fahrer. Da emotional umschalten. Da haben wir ein freies Wochenende dazwischen. Das geht. Ja, so einwandfrei. Also, ich finde dann. Freude. Ja, habe ich kein Problem. Also, ich meine, das ist ja schon die ganzen Jahre, dass die dritte Liga ja schon Ende Juli eigentlich schon wieder anfängt. Oder? Hatten wir jetzt dauernd. Ja, aber es gibt dann halt kaum eine Sommerpause. Sofern wir noch dritte Liga spielen. Wenn wir natürlich zweite Liga spielen, geht es noch eine Woche länger, ja. Genau. Ja. Ja. Freut ihr euch eigentlich auf die WM oder nicht? Also ich bin ja keiner, der das jetzt prinzipiell ablehnt, weil es in Russland ist. Also ich meine, klar, mit allem, was da drumherum passiert und sonst irgendwas, das ist alles Mist und FIFA ist eh ein entfurchtbarer Verbrecherverein. Gar keine Frage. Aber wenn WM läuft, weiß ich ganz genau, ich werde schon was gucken. Ich werde wahrscheinlich weniger gucken als sonst. Aber die deutschen Spiele werde ich ganz sicher schauen. Also, ja. Und dann Fanmeile und Schminke im Gesicht. Nee, das mache ich ja eh nie. Nee, meistens in den allermeisten Fällen wahrscheinlich dann hier zu Hause. Das ist ja dann auch jetzt von der Zeitverschiebung her nicht so drastisch. Ich glaube, die Vorrundenspiele haben wir irgendwie, weiß nicht, irgendwie so, halt irgendwie abends. Ich glaube. Das erste Spiel ist sonntags und das zweite Spiel ist samstags. Ja, aber die sind auch jeweils, glaube ich, dann irgendwie um 8 Uhr oder irgend sowas. Oder irgendwie, ich glaube 8 Uhr. Warum wisst ihr denn so eine Scheiße aus? Ich hab das neulich mal geschaut und ein Spiel ist, glaube ich, irgendwie mal unter der Woche, irgendwie so Mittwoch oder sowas und dafür dann 16 Uhr, ja. Schon 16 Uhr. Da, gut, macht mal halt einmal früher Feierabend, aber das gucke ich mir schon an. Wie viele andere Spiele ich mir angucke, das werde ich dann halt sehen. Also ich denke so, die Highlight-Partien werde ich sicher gucken, aber ich meine, ich habe auch schon Jahre gehabt, da habe ich von 64 WM-Spielen habe ich, glaube ich, über 50 gesehen oder sowas. Das passiert sicher nicht mehr. Genau, so war ich nämlich auch drauf. Aber dann habe ich jetzt geguckt, also das Eröffnungsspiel ist schon mal Russland, Saudi-Arabien. Das ist schon mal ein Traum. Und das guckt man auch nur, weil es ein Eröffnungsspiel ist, ne? Weil du denkst, okay, jetzt geht's los und ja. Vorher noch irgendwie bla bla. Und sonst irgendwie. Wobei die Eröffnungsshows, die sind ja auch scheiße immer. Aber, und dann ja. Freitags Marokko gegen Iran. Ah, das ist egal, jetzt schweifen wir ab. Ja, genau, wir schweifen ein bisschen ab. Ja, genau. Nee, aber ich meine, wenn dann da, keine Ahnung, so Halbfinale Italien, Holland oder sowas, das will ich schon sehen. Ja, da bin ich mal gespannt, ob Holland im Halbfinale spielt. Italien, Holland wird eng, ja. Ja, genau, da fliege ich hin mit Air Berlin. Ja. Okay, gut. Das nur am Rande. Hat nicht Holland in diesem Finale so eine saugeile Ecke geschossen? In welchem? War das nicht sogar Robben? Wo sind wir jetzt? Ach, ich habe so ein furchtbares Halbwissen, was diese EM und WM angeht. 2010 aber Holland war doch irgendwann mal im Finale. 2010. So lange her. 2000 ja. Gegen Spanien, genau. Ja, genau, wo sie so hoffnungslos abgeschossen wurden. Ja. Das war eigentlich ganz lustig. Ja, es wäre eigentlich auch bitter gewesen, wenn die da
da tatsächlich mal gewonnen hätten, weil da haben sie am unholländischsten gespielt, wie es überhaupt nur ging, und sind damit halt bis ins Finale gekommen. Und ich glaube, da wären dann irgendwie viele holländische Fans dann wahrscheinlich irgendwie in eine Sinnkrise geraten, ne? Weil so deren Selbstverständnis ist ja, wir spielen schön und verlieren dann halt irgendwann. Und wenn sie dann da irgendwie mit hässlichem Spiel und sich da irgendwie bis ins Finale gerumpelt und dann gewonnen hätten, wie früher die Deutschen, das hätte wahrscheinlich dann, weil da hätte ich die mal sehen mögen. Völlig untypisch weit. Ja. Also, eigentlich hatte ich ja bei denen schon angedeutet, wie kacke die sind. In der aktuellen Situation zu sagen, den Holländern von einer Sinnkrise 2010 anzudichten, wo sie im Finale waren. Ja, ja, klar. Was wären die froh, wenn die hässlich bei der WM überhaupt teilnehmen könnten? Ja, ja, genau. Also momentan ist das ja noch viel düsterer. Und ja, da fehlt es an einigen. Also die müssen, glaube ich, auch grundlegend mal wieder von unten neu aufbauen. Aber gut, das soll jetzt auch nicht unbedingt unser Thema sein. Ja, ich habe jetzt nur heute gelesen, Liverpool hat doch jetzt da einen Verteidiger geholt, Virgil van Dijk oder sowas. Ist das ein Holländer oder ist das ein Belgier? Ja. Das ist ein Holländer. Ich habe es eben gelesen, für 85 Millionen. Ja, also 75 Millionen Pfund, das könnten dann ungefähr 85 Millionen Euro sein. Ja, ja. Ja, Wahnsinn. Aber ich meine, dann hätte Holland ja schon mal einen starken Verteidiger, vermutlich, wenn der so teuer ist. Ich kannte den gar nicht. Ja, wenn der Engländer viel Geld dafür bezahlt, das heißt ja erstmal nichts. Kloppo wird sich schon was dabei denken. Ja, also 85 Millionen für den holländischen Nationalspieler. Ja. Ja. So ist das. Da fällt mir nichts mehr ein. Okay. Dann gucken wir doch nochmal, was wir hier sonst noch so im Programm haben. Eigentlich nicht mehr viel. Wir haben hier so unsere übliche Zwischenstände in der Kategorie Buntes. Die Saisonspende liegt mittlerweile bei 44 Euro. 44 Ligatore. 44? Nein, ist falsch. 47 muss das heißen. Wir haben 40 Tore in der Liga und 3 im DFB-Pokal und 4 im Hessen-Pokal bis jetzt. 47, genau, so stimmt's. Meine Saisonspende liegt jetzt auch bei 10 Euro. Aha, was ist denn deine Saisonspende? Nein, weil ich hatte ja gesagt, wahrscheinlich passiert's nicht, aber jetzt ist Rüdiger Rehm ja der Bank verwiesen worden in Aalen. Ah, und für jedes Mal, wenn das passiert... Dann machen wir das doch, wenn Rehm oder Hock, wenn einer von denen fliegt. Ah, okay. Und dann schmeißt du einen Zehner in den Topf für jedes Mal? Ja, also da können wir jetzt ja doch mit anfangen. Okay, gut, dann... Ich dachte ja erst, dass die sich immer irgendwie noch so disziplinieren, dass sie halt knapp nicht fliegen, dass es bei einer Ermahnung bleibt, aber sind auf einem guten Weg jetzt doch. So, notiere ich gleich mal hier. 10 Euro Sonja, damit wir das nicht vergessen. Sehr gut. Dann haben wir noch unser beliebtes Tippspiel. Da gucken wir doch mal kurz rein, wie es da jetzt aussieht. Da habe ich einen geteilten Tagessieg am letzten Spieltag zu vermelden. Hast schon 3-4 getippt. Nee, da habe ich, was habe ich da getippt gehabt? Hatte ich tatsächlich ein 1-0 für Jena getippt, weil ich irgendwie schon den Eindruck hatte und dann noch mit den Verletzungssorgen und so weiter oder gesundheitlichen Problemen da irgendwie, da dachte ich schon, wobei ich häufig wobei ich selten auf Wehen tippe, das ist so ein Aberglauben-Ding auch. Deswegen bist du so weit hinten dieses Jahr. Ja, und wenn ich bei einem Spieltag weit vorne mit dabei bin, heißt das eigentlich, dass der Spieltag richtig scheiße gelaufen ist, so insgesamt von den Ergebnissen her. Das ist auch meistens eine starke Korrelation. Genau, da haben wir auf Platz 1 knapp, mit knappem Vorsprung von nur einem Punkt auf die Plätze 2 und 3, haben wir den Herrn wie spricht er sich eigentlich aus? Kutscheis, Kutschis, Kuschise? Ja, oder die Frau? Nee, es ist, glaube ich, ein Herr. Ich kenne den von Twitter. Ich glaube, wenn ich mich jetzt nicht täusche, ist er nicht Cottbus-Fan? Ich bin jetzt nicht ganz sicher. Ich glaube, auf Twitter heißt er irgendwie Berlins Kutschise, Kutscheis. Ich weiß gar nicht, was das heißen soll. Daher kenne ich den. Dann haben wir den Born in Wie, der hat, glaube ich, letztes Mal da auch schon irgendwas gewonnen. Und die Sonja quasi punktgleich auf dem zweiten Platz.
Die hat doch auch irgendwas gewonnen letztes Jahr. Ja, du bist schon auf Platz 3 jetzt. Da geht ja mein Saisonplan gar nicht auf. Ach so. Du wolltest erst im letzten Saisondrittel dann da oben reinstoßen. Ja, ja, klar. Ja. Ja, ansonsten, der 2-1-Spot hält sich auch gut, ist auf Platz 8, nur 4 Punkte hinter der Sonja, beziehungsweise 5 Punkte hinter dem Der gewinnt am Ende so ein Nummernschild oder so, da freue ich mich. Ja, ja, weiß ich. Ja, ich muss mich jetzt langsam mal kümmern. Gibt es denn jetzt eigentlich schon einen neuen Merchandising-Beauftragten? Irgendwie der ehemalige Björn Günther, der ist ja, glaube ich, nicht mehr da. Aber die verkaufen jetzt, also offiziell gibt es jetzt so eine neue Website zumindest, die ist gekoppelt an diesen Fanshop in Wiesbaden. Aha. Mauritiusplatz ist der, glaube ich. Ah ja. Und die haben irgendwie so einen Fankatalog gemacht jetzt und die verkaufen auch jetzt online das Merch. Wieso weiß ich das noch gar nicht? Ich meine nicht, dass ich jetzt irgendwie ständig irgendwelche. Ja, aber das hast du doch bestimmt auch irgendwo gelesen, oder? Das habe ich, oh Gott, wo habe ich das gelesen? Weiß ich gar nicht mehr, aber ich stand auch neulich davor und da war der zwar zu, also da war ich auf dem Weihnachtsmarkt, da war der zwar zu, aber da war dieser ganze Kram in der Auslage und auch dieser Fankatalog. Okay. Dann hatte ich mal geschaut und ich glaube, inzwischen ist er auch verlinkt, also wenn du auf der Homepage auf Shop gehst. Werde ich mal machen und dann werden wir das auch hier in den Shownotes verlinken, falls da jemand sich zum neuen Jahr mit Fanartikeln eindecken möchte. Weihnachten ist jetzt gerade vorbei, falls noch jemand was verschenken möchte, aber vielleicht möchte man den einen oder anderen ja auch noch im Nachhinein beglücken. Wir haben leider jetzt noch nicht wie andere Podcasts irgendwie coole Fanartikel oder Merchandising-Produkte von Niemals Erste Liga. Das müssten wir auch nochmal irgendwann angehen. Müssten irgendwie nochmal ein paar, also Sticker auf jeden Fall, aber vielleicht auch irgendwie, weiß nicht, T-Shirts oder Hoodies oder sowas. Snapbacks natürlich, ja. Ja, da muss dann noch ein Hashtag drauf. Hashtag NEL. Ja. Ja, da müssen wir mal was machen. Das gibt's doch irgendwie, wie hieß denn das irgendwie, so Spreadshirt oder irgendwas, da kann man das auch machen, oder? Vielleicht bekomme ich mich da mal demnächst drum. Ja. Ansonsten, ich liege für meine Verhältnisse noch ganz gut. 240 Punkte, das ist also auch nur 12 Punkte hinter dem ersten. Auf Platz 12 bin ich. Ja, aber das wird wahrscheinlich noch weiter abwärts gehen. Also das geht ja auch so seinen üblichen Gang. Ich fange meistens recht okay an und sacke dann irgendwann so nach hinten durch. Aber wo ist denn der liebe Micha auf Platz 16? Da ist aber schon ein Abstand hier. Ja, da schickt man mal ein Fernglas vorbei. Das ist das ganze Jahr schon. Mhm. Wird schwer, ne? Ja. mal den Trainer wechseln vielleicht. Ja, die müssen wir mehr Trainer gewechselt, wenn das dann mehr Partien so ausgehen, wie ich es auch tippe, ja. Ach so, daran liegt es. Daran liegt es doch. Ich habe doch keine Ahnung mehr. Ja, und ich sehe gerade. Das mit dem geteilten Spieltagssieg, das ist ja auch noch so unter Vorbehalt, da fehlen ja noch zwei Partien. Die werden ja noch nachgeholt. Okay. Ach, kann die Sonja dann noch Erste werden? Die kann noch Erste werden, aber der 2-1-Spot, der 2-1-Spot kann auch noch vorbeiziehen. Na gut, ich weiß jetzt nicht, was die Sonja getippt hat. Falls sie auch da. Ich weiß auch nicht mehr. Ja. Ich hoffe, ich habe überhaupt getippt. Also Sonja, tipp 2-1. Bleibst du auf jeden Fall vor ihm. Ja, stimmt, muss ich eigentlich 2-1 tippen. Damit der Sack nicht mehr mir vorbeikommt, tippe ich jetzt alles 2-1. Ja, das kannst du machen. Aber ob du damit Erste bist. Ich habe mir den Vorsprung ja auch hart erarbeitet. Ja. Okay, dann haben wir noch, ja, gut, die Schnellbacher Wette, da gibt es nichts Neues. Das steht weiterhin bei 2. Okay, damit wären wir dann auch schon. Das letzte Mal auch bei 2 schon. Ja, ich glaube, da hat er schon seinen zweiten gehabt, oder? Ah, okay. Ja, okay. Ja, er hat ja, glaube ich, jetzt aber tatsächlich auch regelmäßig von Beginn an gespielt. Mhm. Und er hat. Aber hat er sich nicht verletzt beim letzten Spiel? Ich glaube auch, der ist im letzten Spiel irgendwie kurz vor der Halbzeit verletzt. Ja, und der Morris von Aalen, der eine Zeit lang verletzt war, der ist jetzt auch wieder da. Also wir gucken mal, wie sich das entwickelt. Ja, dann sind wir damit eigentlich durch und dann bleibt uns nur, wie immer, zum Abschluss unsere allseits beliebte Hassrubrik. Sonja, was hast du denn diesmal? Erstmal haben wir nicht rausgekriegt, ob wir das Thema schon mal hatten. Da geht's ja schon mal los in 19 Folgen und komplett den Überblick verloren. Ja, ich habe mir jetzt auch nicht die Mühe gemacht, nochmal nachzuschauen. Aber ganz ehrlich, das ist ein Thema, das könnten wir eigentlich immer raushauen und deswegen machen wir das jetzt auch, weil es mir beim Spiel Hertha gegen die Eintracht wieder aufgefallen ist.
du guckst dir ein Spiel an und bist nervös, erste Halbzeit rum und dann ist Pause. Und dann in manchen Fällen kommt irgendein total dümmliches Halbzeitspiel. Sollen die Leute machen, wie sie wollen, ne? Kann man irgendwie noch halbwegs ignorieren. Und dann gibt es diese Halbzeitpausen, bei denen steht dann irgendwie ein Typ da im Mittelkreis. Und zufällig steht seine Frau daneben. Und dann, ach, und jetzt will er was ganz Besonderes fragen. Ach, Schatz, willst du mich heiraten? Und dann kriege ich jedes Mal so das große Kotzen, weil das einfach, das ist so eklig, meine Aufmerksamkeit so zu missbrauchen für so eine Scheiße. Ja? Also, ich finde das eigentlich komplett ähnlich, wie wenn Helene Fischer da in der Halbzeit spielt. Das gehört einfach nicht dahin. Das sollen die, was weiß ich, wo bei sich daheim machen und sollen nicht mich damit nerven. Ne? Ich finde Hochzeiten generell doof, das ist aber nochmal ein anderes Thema. Aber dann irgendwie so, Das ist bist du der da. Welthass im Allgemeinen, ja. Nein, das ist einfach, warum soll ich mich da irgendwie dem Staat zeigen? Guck mal, ich bin verheiratet, ach ja, da kriegst du irgendwie, jetzt musst du weniger Steuern zahlen und alles so toll. Und wenn die sich da hinstellen und ach, und du bist mein Ein und alles, dann sollen die sich bitte auch in 2 Jahren da hinstellen. Dann kriegt sie das Mikro und sagt, hier, du Arschloch, du hast mit meiner besten Freundin geschlafen, ich will die Scheidung. So. Dann wäre die Geschichte rund, ja? Dann können die das machen. Aber immer nur dieses Hach und dieses Gesäusel dann. Und ich habe es auch schon erlebt, dass tatsächlich so ein Typ da unten stand und sagt, ja, meine Frau ist irgendwo da oben und ich will sie was fragen. Und dann hielt die Frau von oben irgendwie so ein riesen Ja-Schild in der Hand. Oh, wie und ich sag, überraschend. da kriege ich die Krise, ey. Ich will so, ich möchte so Menschen immer sofort Stadionverbot geben. Ja. Das ist so nervig. Die Sache, und das ganze Stadion ist mein Zeuge. Ich bezeug da überhaupt nichts. Das ist mir scheißegal, was die machen, ja. Aber die sollen es für sich machen. Ich finde, Du sowas hast es gehört in einfach nicht zum Erinnerung. Fußball. Ja. Du hast es in Erinnerung. Du bist Zeuge. Ich bin am Arsch bin ich Zeuge. Ich muss da überhaupt nichts bezeugen. Richtig, richtig geil wäre allerdings, wenn er fragt, Ich hab schön gepfiffen, wenn wir hier zu mehr an Mittelfingern, ja, also ich zeige ja nicht oft einen Mittelfinger im Stadion, aber das war so eine Gelegenheit. Richtig cool finde Der ich. ganze Eintracht-Block war sich einig. Nein, pass Ich auf. war ja nicht im Eintracht-Block, ich war ja bei Hertha, sitzt ja immer alleine, wenn du nicht im Gästeblock bist. Ach so. Ich finde es richtig geil, wenn er dann irgendwie so auf die Knie geht und bla, Schatz, willst du meine Frau werden? Und sie so, Und sie dann mit dem Stadionsprecher durchbrennen. nee, sie dann sagt, ja schon, aber nur wenn du nicht mehr jeden Sonntag da oder jeden Samstag hier ins Stadion gehst, hier, das geht mir auf Ja, das wäre zumindest, ich Keks. meine, das ist Und ja eine dann muss er sich widerliche entscheiden. Erpressung, ne? Dann muss er sich Das ist ja eine entscheiden, widerliche Erpressung. Was live vor soll die Frau denn 70.000 Menschen sagen, oder in Berlin dann live vor 30.000 Menschen, meinetwegen, ne? muss er sich dann entscheiden, was ist ihm jetzt wichtige. Ah, das ist Ja, aber schön. ich meine, was für eine eklige Erpressung ist das auch? Ich meine, wenn die das unter sich irgendwie bequatschen, wollen wir heiraten oder nicht? Und sie hat keinen Bock drauf, dann sagt sie halt nein. Aber was soll die denn machen, wenn da irgendwie so, was weiß ich, wie viel 40.000 da drumrum sind und irgendwie auch noch in ihrer dämlichen romantischen Vorstellung anfangen zu johlen? Ne? Wie soll die denn, das ist doch Frechheit. Das ist doch Psychoterror. Ja? Also ich will Ja, sowas das beim stimmt. Fußball Also, nicht sehen. da gebe ich Sonja auch recht. Also, wenn du da, sag ich mal, jetzt überrascht wirst mit und du vorher überhaupt nicht drüber gesprochen hast, dann ist es tatsächlich eine blöde Situation. Ansonsten ist es natürlich auch so, dass du da einfach Leute mit einbeziehst, die darauf gar keinen Bock haben. Genau, Ja, genau. und gut, was bei vielem so sein mag, aber dann hast du ja nichts mit zu tun. Und von daher, ich meine, also in den USA ist es ja auch so, so beim Basketball oder Eishockey, da gibt es ja viele Pausen, wo die dann, da gibt es, glaube ich, so eine Kisscam, wo Ja, die dann da, genau. Die hatten die wo die nämlich dann auch in so, Berlin danach. wo die Das dann war da echt, noch das war die so schlimmste Halbzeit meiner Welt. ein Pärchen zeigen, die sich dann küssen sollen Ja. und keine Ahnung. Und Das ich ist meine auch Nötigung. mal, Ja. An der ja, ich Stelle meine dann auch darf ich auf mal, unsere allererste was. Folge nochmal verweisen. Da war nämlich unser Ja. Titel Snapback und Kisscam. Da haben wir nämlich die Ja, aber Kisscam das gehabt. Schöne ist ja, dass unsere Kisscam ist ja nie richtig was geworden. Das ist ja das Schöne daran. Genau. Ja, vielleicht hat Ja. jemand vom Verein unseren Podcast gehört und gedacht, oh, wenn die das nicht gut finden, dann können wir das nicht Ja, die machen. haben das ja auch irgendwie, die haben das Kisscam genannt, aber du sollst ja nur Fotos schicken. Also. Das stimmt, ist nicht live, ja. 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 Und ihr Aber wolltet ja immer noch nicht euren Kuss da mal hinschicken. Ja, dann würde ich vielleicht mal damit aufhören. Ne? Also ich meine, du kannst es ja mal googeln, Sonja. In den USA gab es dann auch, ich meine, eine Szene in Erinnerung zu haben, wo dann auch eine Frau merkt, worauf das hinausläuft und die hat darauf keinen Bock. Und das hat dann eine gewisse Komik wieder,
wo Ja, ich, so er ganz dann ihr den insgeheim Antrag wünsche ich mir da machen auch will. manchmal, dass ich ins Bild komme, aber ich glaube, das wird echt übel ausgehen. Also, das ist dann so, da brauchst du keine Bewerbung mehr verschicken danach. Ja, dann nimmt dich Wenn einer mit. Rüdiger Rehm, wenn Rüdiger Rehm dir einen Heiratsantrag macht im Stadion. Ich glaube, dann würde ich erstmal vor Lachen irgendwie unter der Bank liegen. Ja. So. Aber du würdest kurz überlegen. Ich würde überhaupt nicht überlegen, ich würde mir den Arsch ablachen. Ich Du würde mir da hättest den immer den Arsch Respekt ablachen. verloren. Ja, aber ich, also, es ist ja genau das, was du gerade eben gesagt hast. Also entweder es kommt völlig überraschend, dann ist es Psychoterror, oder es kommt eben nicht überraschend und die haben das vorher abgekaspert und dann ist es einfach nur eine ekelhafte Art, meine Aufmerksamkeit zu missbrauchen. Ja, so inszeniert, das stimmt, das ist auch, lehne ich auch ab. Wenn man sich das so produzieren muss, da irgendwie vor einem Publikum, für eigentlich, Dann ja, liegt auch was, liegt auch irgendwas im Argen in der Beziehung. weiß ich nicht, aber ich, keine Ahnung. Also dann hast du zumindest zwei dämliche Selbstdarsteller. Ja, ich finde sowas ja eigentlich auch einen eher einen intimen Moment, wenn du deinen Partner fragst, ob er heiraten wollt. Aber ja, gut, ist halt Also jeder anders ich finde es auch gestrickt. immer schön, um noch eine letzte Mal zum FC Bayern zu kommen, wenn da in der Stadionzeitung dann so irgendwelche Fotos eingeschickt werden, wo dann Leute im Bayern-Trikot geheiratet haben. Ach, das ist auch so schön, wenn ich mir so denke, so boah. Ja, aber gut. Uli Hoeneß ist unser Zeuge. Ja. Ach, an der Stelle kann ich noch was Buntes nachtragen. Ich wollte es ja eigentlich nicht sagen, weil ich, wie gesagt, schon Hochzeiten immer ablehne, aber Manuel Schäffler hat geheiratet in der Winterpause. Ah, okay. War das auf Instagram zu sehen oder? Richtig, Ja, richtig. okay. Wer sich dafür interessiert, kann sich sein Instagram-Profil angucken. Ja. Ja, hat er nicht kürzlich auch schon vermeldet, dass die beiden Nachwuchs erwarten? Ja. Ja, okay. Ja gut, ja, ist doch schön. Und er hat jetzt geheiratet, jetzt in der Winterpause jetzt gerade. Oder jetzt kurz vor Weihnachten wahrscheinlich. Okay. Ja, ich glaube, es Gut. war dann vor Weihnachten. Ja. Ja. Dann hat er jetzt den Kopf ja wieder frei und kann ab jetzt wieder Tore schießen. Ja, ich fand, der hing auch so ein bisschen durch irgendwie. Ich meine, war zwar schon immer noch engagiert und sowas. Gegen Paderborn hat er auch ein sehr schönes gemacht. Aber auch da hat er einige Situationen gehabt, wo ich dachte, oh, das Spiel läuft so ein bisschen an ihm vorbei. Und jetzt sind die beiden letzten Spiele, hat er auch nicht getroffen. Und war auch, ist mit der Mannschaft so ein bisschen untergegangen. Keine Ahnung, vielleicht war er irgendwie in Hochzeitsvorbereitung. Du hast gerade sensationell die Kurve zurück zum Fußball gekriegt. Ja, gut, ne? Aus der Hassrubrik noch mal raus, ja. Ja, der braucht den Lorenz. Ja, sollen wir da mal eine Petition starten? Wollen wir Lorenz wirklich zurück? Da schicken wir mal ein Mietauto los. Ne? Ist natürlich die Frage, ist das nochmal jetzt zu kitten, nachdem ja Da offensichtlich, bin ich ich mir meine, auch nicht sicher. Also man hat ihm wenn ja noch die quasi hinterhergerufen, so von wegen, also fast wörtlich, der hat zu viel verlangt und das konnten wir nicht mitgehen. So. Ich glaube auch, also die hätten sich ja, er wäre bestimmt auch gern geblieben, sportlich, denke ich jetzt mal, und wir hätten den gern gehalten und da muss es schon echt weit auseinandergelegen haben. Vielleicht verzichtet er ein Und bisschen auf Geld und macht damit klar, ja, es geht mir hier ums Sportliche ja, und das es war wäre ein aber auch echt Fehler und traurig für weiter. ihn, ne? Ja, weiß ich nicht. Also ich kann mir es auch ehrlich gesagt nicht vorstellen, aber ich sag mal, man kann das schon begründen, wenn er wieder käme. Aber ich hatte das nur überlegt, welche Option hat er denn? Was mir jetzt erstmal egal ist, was er macht, er kann da ja auch da bleiben und sich seinen tollen Vertrag abfeiern. Aber in die zweite Liga wird er nicht gehen, gehe ich mal von aus, wenn er in Karlsruhe auf der Bank sitzt. Und ja, wen hast du denn da in der dritten Liga? Wo soll er denn hingehen? Ich meine, klar, wird er irgendjemand finden, aber ich sag mal, da zahlen wir wahrscheinlich nicht am schlechtesten von Ja. den übrigen. Und von daher ist seine Auswahl wahrscheinlich schon begrenzt, würde ich jetzt mal tippen. Oder geht vielleicht wieder auch ins Ausland, keine Ahnung. Aber erstmal hat er ja auch gar nicht gesagt, dass er weg will, sondern das war ja nur noch eine Spekulation, weil er eben nicht spielt und wahrscheinlich auch nicht so schlecht da verdient, ja. Ja, das ist jetzt genau, ist völlig offen. Das werden wir jetzt mal beobachten und bis zur nächsten Folge. Wie lange ist jetzt Transferfenster? Das glaube ich jetzt bis 31. Januar, ne? Also ich Ja, glaube, den normal. kompletten Januar ist doch meistens immer irgendwie Transferperiode. Ich denke mal so bis ungefähr Transferfenster Ende,
Also halt sprich bis Ende Januar werden wir auch eine neue Folge haben. Mal gucken, ob wir noch vor den ersten Spielen aufnehmen oder erst danach. Aber irgendwann so um den Dreh. Und dann gucken wir mal, ob sich im Kader Veränderungen ergeben. Ja. Ansonsten, habt ihr noch irgendwelche Schlussworte? Nö. Gut. Dann würde ich sagen, kommt gut ins neue Jahr. Wir haben ein ziemlich aufregendes und insgesamt sehr positives Jahr 2017 mit dem SVW erlebt. Und wenn die Tendenz so weitergeht, ja, dann schauen wir mal, wo uns das hinführt, wie unser nächstes Jahresfazit so aussieht oder unser Saisonfazit dann im Sommer. Da bin ich auch schon sehr gespannt. Okay, also dann. Macht's gut, guten Rutsch. Ja, bleibt gesund. Bis demnächst. Ciao. Ciao, ciao. Tschüss.